So, willkommen. Es ist Mittwoch, der 11. Dezember, 21 Uhr. Mit Magnolo. Das Thema ist, wird er uns sagen, ist souveräner Umgang mit Energieräubern, Anhaftungen und Besetzungen unterschiedlicher Grades. Absolut tolles Thema. Dankeschön, Magnolo. So, dann schalte ich und zeige ich, wunderbarer Mensch. Voilà. Okay, ich übergebe dir die Führung. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Ja, jetzt haben wir schnell eine Blitzeinladung gemacht. Und schön, dass ich ganz schnell ein paar Leute noch eingeklinkt haben. Ich habe jetzt so, wenn ich zur Seite schaue, ich habe hier den anderen Monitor. Ich habe jetzt auch zwei Rechner stehen. Einen, wo das Programm läuft, und mein Skype-Rechner, den wir aufgrund der niedrigen Übertragungsfrequenz nutzen, weil wir das andere sonst nicht so übertragen können. Ja, schönen guten Abend zusammen. Und ich weiß jetzt nicht, wer aller im Netz ist und auf Sendung ist. Und wir haben uns einfach das Thema, oder es war bei mir so da, dass es vielleicht ein sehr interessantes Thema ist, das gut in die Zeit passt. Energieräuber. Ich erlebe es selber im unmittelbaren Umfeld und auch teilweise ein klein wenig selbst am eigenen Leib die letzten Tage und Wochen, dass wie aus heiterem Himmel plötzlich Energie abgezogen wird und Menschen, die energetisch etwas weiträumiger unterwegs sind, nenne ich es jetzt mal, dass die offensichtlich hier auch eine sehr gute Plattform oder Tankstelle bieten für irgendwelche Sauger, Energieräuber, Anhaftungen oder was auch immer. Und ja, dafür stelle ich mich natürlich sehr gerne zur Verfügung und mache jetzt trotzdem hier mal diesen Cheat-Ding auf, weil ich dann mit dem Blick auf der Kamera bleiben kann und lesen kann, wenn irgendwelche Fragen da sind. Juhu, juhu, guten Abend, schönen guten Abend, hallo, schönen guten Abend. Der Gernot ist auch wieder da, kluges Wir, wunderbar, jetzt habe ich es da. Jetzt bekomme ich gerade die Werbung, aber ist gleich weg. Ja, einfach den immer den Adblock installieren. Das passt ja ganz nett, weil gerade die Red Bull-Werbung läuft und ich in mein Geschäft. Ein nicht so nettes Lied geschrieben habe. Okay, gut. Ja, schön. Ich weiß jetzt nicht, wie wir es am schönsten machen können. Ach, die Venus-Sandra ist auch wieder da. Hallo, hallo. Wollen wir gleich in die Frage reingehen oder soll ich allgemein ein bisschen was über Energieräuber oder ähnliche Dinge erzählen? Das überlasse ich jetzt mal den Zuhörerinnen und Zuhörern. Oder möchtest du das gerne ein bisschen anmoderieren, Cheat? So. Was du dir denn so vorstellst jetzt von der Sendung zum Thema Energieräuber, Anhaftungen, Besetzungen oder was das auch immer dann ist, was uns in irgendeiner Art und Weise Ja, scheint zu bremsen. nee, gerne. Also fang du an. Also was meine Erfahrung ist, ist immer, unser Haus wird besetzt, wenn wir nicht im Haus sind. Und das heißt, dass es immer in diesem Falle immer eine Mitverantwortung gibt oder ist immer etwas, wo wir mitgespielt haben. Das ist meine Erfahrung. Und wir haben jeden Monat ein Treffen mit diesen Themen. Das ist ein ganz wichtiger Thema, weil das kriegt man gar nicht mit. Die Besetzungen ist ganz wichtig, dass es jemand anderen macht. Und das kriegt man gar nicht mit, wenn es geschieht.
plötzlich fühlt man sich fremdgesteuert, aber kriegt man das gar nicht mit. Und deswegen ist ganz wichtig, in diese Themen reinzugehen, weil wir eben das nicht direkt wahrnehmen. Nur unser Umfeld denkt, du bist nicht was, das bist nicht du oder so. Ne? Mhm. So, das ist ein bisschen, wie wir damit umgehen. Und es ist ganz wichtig, was unsere Forschung ist, ist, dass wir eine Reihe von Menschen einfach machen wir ganzes Wochenende mit dem Thema. Nächstes im Februar wärst du auch gerne eingeladen. Und schön. Im Moment mit Seelen und Besetzungen ist ganz wichtig, weil die meisten sind voll davon. Und das Schlimme ist, das kriegt man gar nicht mit. Und es gibt viele Leute, die das aber lernen sollten. Früher haben das die Priester gemacht, heute wissen sie nicht mehr, was das ist. Und sind oft im Gedankenbereich, im Körper, in den Organen. Die meisten, oft sind die Organe befallen und es hat Auswirkungen im Verhalten, in der Gesundheit, in der Kommunikation, in der Arbeit und auf alle Ebenen. Und deswegen finde ich toll, jetzt deine Erfahrungen, deine Weisheit, das, was du entwickelt hast, jetzt zu erfahren. Und dann lernen wir alle ein bisschen mehr davon. Dankeschön. Schön. Ja, also ich habe meine Erfahrungen auch in dieser Art und Weise gemacht. Und ich war auch lange Jahre lang, wenn nicht bis vor relativ kurzer Zeit, immer wieder in mehr oder weniger intensiver Begleitung. Besetzung klingt immer so dämonisch und so böse. Man könnte es ja auch als Begleitung sehen. Das heißt, es gibt Energien, die einen begleiten, mhm, und die letztendlich auch eine Funktion in dieser Begleitung erfüllen. Mhm. Die Frage ist natürlich, welche? Mhm. Und wie du richtig gesagt hast, Cheat, also so ist auch meine Erfahrung oder meine Wahrnehmung, dass wenn ich einen Raum, den ich einnehme, und damit meine ich jetzt nicht nur meinen physischen Raum, den mein Körper ausfüllt, je nach Körpervolumen, sondern auch den Raum, den ich bewohne, den ich belebe mit meinen Tieren, mit meinen Pflanzen, mit meiner Energie, mit meinen Worten, mit meiner Musik, mit meinem, also mein Lebensraum, den ich belebe, wenn ich den verlasse und letztendlich, ich sage jetzt mal, ungeschützt, unbeschützt oder unbewusst ihn verlasse, dann ist es durchaus möglich, dass sich dort aufgrund einer gewissen Schwingung ein Resonanzfeld aufbaut, welches mich dann wieder empfängt, wenn ich nach Hause komme und plötzlich kippt die Stimmung. Ich glaube, das kennt jede Zuhörerin oder jeder Zuhörer in irgendeiner Art und Weise, dass es Situationen gibt, wo einem in irgendeiner Art und Weise plötzlich der Spaß wegläuft oder wo die Stimmung kippt oder wo man im Dialog plötzlich so einen Impuls spürt an einer ganz, ganz anderen Stelle, als wo sich sonst die Gefühle abspielen und plötzlich das Gehirn sagt, was ist jetzt los? Und das sind also meistens genau diese Augenblicke, wo irgendetwas, ich nenne es mal irgendetwas, an uns andockt oder mit uns Kontakt aufnimmt oder sich mit unserem Energiefeld verbindet. Ich habe in einer der letzten Sendungen, glaube ich, auch nicht nur einmal erwähnt, ich hatte auch eine nicht so einfache Lebensphase, in der ich mich gewisser bewusstseinserweiternder Substanzen bedient habe, die gesellschaftlich gesehen sehr integer und legitim sind. Also das kriegt man in der Straßenecke. Sprich also, ich hatte durchaus etwas mehr Durst als normal, um mich zu verbinden und da etwas zu lernen und habe in dieser Zeit auch festgestellt oder in der Aufarbeitung dieser Phase meines Lebens festgestellt, dass da jetzt ein Kobold kommt. Moment. Ups. Hier habe ich...
Susi. Das ist der Kobold. Die kommen also je nachdem, was gerade für ein Thema da ist, kommt irgendeine andere Katze. Und ja, und ich habe also festgestellt, dass jede Form von bewusstseinsverändernder Substanz, sei es nun Alkohol, seien es Drogen, Cannabis oder chemische Substanzen, immer dazu auch dienen, das Energiefeld zu schwächen oder zu öffnen. Und in dem Augenblick entsteht so etwas wie ein energetischer Walk-in. Diese Walk-in-Geschichten kennt man von Geschichten, Teufelsaustreibungen, oder auch von Nahtoderlebnissen, dass Menschen einfach nach einem beinahe Todesfall wieder aus dem Koma erwachen und plötzlich komplett andere seelische Stereotype an den Tag legen. Und man sagt, er ist wie ausgewechselt. Also wo man heute auch weiß, dass einfach andere Seelen oder Seelenanteile jetzt das Ruder übernommen haben und sich hier dann einfach dieses Körpers bedienen und ein Stück weit des Weges an dem Körper fertig machen. Das Gleiche passiert also nicht nur am Körper, sondern auch um den Körper. Wir haben ja mehrere Körper, den physischen Körper, den man sehen kann, den thermischen, den elektrischen, den mentalen, den Schmerzkörper. Diese im Endeffekt sechs Körper unserer Ahnenreihen auch, die auch mit den Chakren und mit den Ahnenreihen in unmittelbarer Verbindung stehen. Und je nachdem, welcher Körper gerade, ich nenne es mal, beschädigt ist oder offen ist oder die Türe offen hat, hallo, ist die Annette wieder? Hallo. Hallo. Dieser Körper bietet dann letztendlich einen Einstieg für auch energetische Teilbereiche, die sich dann mit mir einfach vergnügen. Aus welchen Gründen auch immer, weil ich einfach dann nicht Herr der Lage bin oder meinen Raum nicht entsprechend gesichert oder versiegelt habe oder wie auch immer. In einer Zeit wie dieser gerade, wo eine sehr große Klärung stattfindet, wir sind jetzt in einer Phase oder in einer finalen Phase, denke ich sogar, wo sich das Aquarium mangels Umrühren jetzt klärt, das heißt, das Sediment sinkt ab und das, was schwimmt, geht nach oben und wir sehen jetzt einfach alle Fische. Goldfische, Karpfen, Haifische, Raubfische, Pflanzenfresser, sie werden einfach nur sichtbar. Also das Trübe geht weg und die Vorhänge oder die Schleier lichten sich. Und in dieser Zeit der Klärung werden natürlich auch sämtliche Restenergien, die noch da sind, immer deutlicher sichtbar. Und mangels Versteckmöglichkeit müssen sie sich jetzt auch in irgendeiner Art und Weise solidarisieren und haften sich jetzt dort an, wo es am leichtesten geht. Und dort, wo am unbewusstesten mit diesen Dingen umgegangen wird. Oder am einfachsten oder am spielerischsten. Und da gilt es jetzt, aus meiner Erfahrung heraus, einfach mit seiner Bewusstheit auch an der eigenen individuellen Stärke oder seiner Göttlichkeit oder seiner Herr im Hause, nämlich in dem eigenen Haus, im Tempel des Herrn, im Tempel des Lichts im Körper zu sein. Das bedeutet also klar, strukturiert, clean, bei sich bewusst, in der Mitte, meditierend, selbstbewusst, eigenständig in diesem Körper zu Hause durch die Welt zu gehen, um einfach diesen Energien keine Möglichkeit zu geben, mit uns jetzt auch in die neue Zeit rüberzufahren. Weil das wollen sie natürlich, aus welchen Gründen auch immer, sie nicht gehen wollen. Es gibt ja unterschiedliche Gründe und es gibt auch unterschiedliche Energien, die da sind. Und vielleicht, ich glaube, die Annette hat schon zweimal ein bisschen angesetzt, eine Frage zu stellen. Vielleicht. Ich bin immer fraglos. Oh, jetzt ist es der Ton weg. Fraglos. Ich bekomme ja das Bild,
auf der Cheat-TV-Seite immer ungefähr um 10 Sekunden versetzt. Das heißt, ich sehe mich im Delay. Das ist auch eine interessante Erfahrung. Ja, soll ich jetzt meine Frage? Ich habe keine Frage. Naja, Also, ja, irgendjemand? Ja. Ja, hast du eine Frage? Naja, mich bewegt schon eine Frage. Ja, ich bin wieder wahrscheinlich richtig heute hier. Das hat was mit meiner Vergangenheit vor 3 Jahren zu tun. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so konkret sagen soll. Aber mit meinem Ex-Mann. Mhm. Er hat sich also in dem letzten Jahr der Trennung sehr eigenartig verhalten. Und es gab dann Phasen, in denen er völlig ausgetauscht war. Ja? Also ich habe ihn einfach nicht mehr wiedererkannt. Der Gesichtszug wurde eisern, stählern, kein liebevoller Blick. Also es waren starre Augen und dann kamen Ausdrücke, die er früher so nie gesagt hat. Und dann ist der Moment gegangen und ich habe einfach nur noch die Luft angehalten, habe gedacht, lass es vorbeigehen. Ich habe mir nicht mehr getraut zu atmen. Und da kamen Anschuldigungen, wie als kämen sie aus dem anderen Mund. Ne? Also die kamen aus seinem Mund, aber die kamen woanders her. Ich gedacht, was ist mit dem los? Da ist irgendwas. Ich konnte mir nie irgendwas erklären und ich habe sämtliche Bücher gelesen. Was ist das für eine Krankheit? Ich konnte mit niemandem drüber reden. Habe dann auch so gedacht, ist es eine Psychose oder was auch immer. Es wurde immer schlimmer und diese Anfälle wurden immer kürzer. Und ich bin dann auch ganz schön in dieses Wirrwarr geraten. Ich habe dann einfach versucht, irgendwas zu tun, in ihm irgendwie Gespräche anzubieten und mal so reinzufühlen, ob er das überhaupt mitkriegt, was da mit ihm passiert. Also in richtig guten Phasen habe ich das bei ihm sogar erzeugen können, dass er sagt, stimmt, da ist irgendwas, ich kann es dir nicht erklären, was es ist, aber es kommt. Ne? Also ich hatte wirklich keinen Rat und soweit war mein Wissen auch damals noch nicht, darum, dass es halt Besetzungen gibt. Also es hat sich alles dann so wie Puzzleteile mit den Monaten zusammengefügt. Und ich habe im August geglaubt, es ist wieder alles in Ordnung. Er hat mich zum Essen eingeladen und uns verbindet die 21-jährige Tochter und auch noch eine Wohnung. Ja. Ich wohne noch mit meiner Tochter dort und habe da alles, was da ist, gelöst, was vielleicht noch verbindet von der Beziehung. Und ich fühle mich auch pudelwohl mit ihr da. Und da habe jetzt auch nicht unbedingt so den Trieb gehabt, du musst dich verändern, häuslicherseits oder eine neue Wohnung suchen. Es ist alles so geblieben. Schon so mal der Abnabelungsprozess meiner Tochter lange dauert. Sie ist 21 und wird vielleicht irgendwann mal ausziehen. Aber jetzt nochmal eine große Wohnung mir zu suchen, nur zum Zwecke, dass sie verkauft wird, fand ich jetzt Quatsch. Also habe ich das ausgesessen, das ganze Thema. Und habe nicht sofort reagiert nach meiner Indienreise auf seine Frage. Mhm. Ich sollte doch bitte darauf reagieren, was jetzt mit der Wohnung wird. Er will sie nächstes Jahr unbedingt verkaufen. Ja? Und gestern kam wieder eine Mail mit 4 Fragen. Und wenn du sie kaufen willst, dann habe ich ein Angebot für dich. Und das und das war völlig überfordert. Und habe dann erzählt, dass ich einfach in Indien meine größte Blockade meines Lebens losgeworden bin. Die hat natürlich was mit ihm zu tun. Und ich glaube, das hat dort was ausgelöst in ihm. Und ich habe dann gestern 5 Mails, die also innerhalb von 2 Minuten von ihm geschrieben wurden, mit ganz, ganz bösen Anschuldigungen und ich wäre total egoistisch. Und ich habe so ein richtiges Déjà-vu gehabt. Also es war... Da kam so diese ganze alte Energie wieder und das ist jetzt echt ein Problem, vor dem ich stehe. Wie verhalte ich mich jetzt dazu? Ne?
weil ich immer gedacht habe, okay, er müsste doch was tun oder hätte was getan, aber wahrscheinlich hat er gar nichts getan und ich habe jetzt höchstwahrscheinlich einen Auslöser wieder gesetzt, ne? Also unbewusst. Vielleicht habe ich damit gespielt, ich kann es auch nicht sagen, aber ich will für mich jetzt auch eine Lösung finden in dem ganzen Thema, ne? Also für mich macht das trotzdem kaputt, dass er besetzt ist, ne? Ich suche da irgendwie nach einer Lösung und finde ihn nicht. Er ist ja Vater meiner Tochter, aber er verhält sich höchstwahrscheinlich seiner Tochter gegenüber nicht so. Also ich scheine die einzige Person zu sein, der er so gegenübertritt. Also ich vermute das jetzt erstmal, ja. Wissen tue ich es nicht. Ja. Aber es ist erschreckend, ja. Es ist wirklich erschreckend, wenn er so in der Berufswelt auch so umgeht, könnte er vielleicht auch den Job verlieren, ne? Das sind dann auch so Ängste, die ich dann mit mir trage, ne? Das ist sehr interessant, weil ich merke die ganze Zeit, dass du eigentlich sehr besorgt um deinen genau. Nochmann oder Ex-Mann bist, ja? Das heißt, er hat eine Facette ausgespielt, die 80% aller Männer sehr gut spielen können, inklusive mir. Das ist die Rolle des zusätzlichen Kindes. Mhm. Das bedeutet, wenn man erkennt, dass die Fürsorglichkeit oder die Mannheit an der Seite zum Beispiel einer starken Frau oder an der Seite der Mutter des gemeinsamen Kindes oder der Kinder nicht ausreicht, um das Urmütterliche und das Weibliche ist nun mal die dominante Energie auf der Erde, darum haben die Männer alles besetzt und eingezäunt und abgegrenzt und so weiter, weil sie wissen, das Weibliche regiert hier, und zwar im Sinne von königlichen, göttlichen Regieren und nicht das maskuline, kämpferische Regieren, dann gibt es für den Mann eigentlich nur eine Stereotype oder ein Archetyp oder eine Facette seines Glanzes, und das ist die Facette des großen Kindes. Und ich glaube, dass es ganz wenige Frauen gibt, die älter sind wie 20, die nicht irgendwann einen Freund hatten, der versuchte, ihr entweder ihr Liebhaber, ihr Herrer, ihr Herrscher oder Herr, oder eben dann ein Kind zu sein, dem man helfen muss. Das heißt, Männer bauen dann irgendwo ein dummes Zeug, rennen ein Auto zusammen, lassen sich den Führerschein nehmen, schlagen jemanden in der Diskothek, damit sie dann praktisch verfolgt werden, und die Frau rettet ihn dann. Und ich gehe mal davon, und wenn ein Mann bedroht ist, den Kampf, so wie er ihn führen möchte, zu verlieren, geht er in die Rolle des Opfers. Und diese Rolle scheint dein Mann auch trotz Trennung noch zu haben. Und ihr habt ja praktisch noch die gemeinsame Wohnung, sprich auch den gemeinsamen Raum, der letztendlich, und da geht es jetzt wieder um die Besetzung, der ist jetzt von dir und der Tochter besetzt, und wenn du diese Wohnung jetzt verkaufen würdest, würde es in irgendeiner Art und Weise, würde einer dem anderen irgendetwas schuldig sein und es müsste irgendwas ausgeglichen werden. Das heißt, mit solchen Lebensräumen teilt man sich häufig auch die Schuld, die man von irgendwoher dankbar übernommen hat. Und indem man dann gemeinsam, weil man sich liebt, Schulden macht, das steht überall so, aber ja, in der Regel ist es so, wenn man Eigentumswohnung oder Haus baut, dann macht man gemeinsam Schulden, weil das schafft man ja. Man trägt die Schuld gemeinsam. Bis man dann merkt, dass einen die Schuld zusammenhält und es nicht mehr die Liebe ist oder das Kind, weil wenn das Kind 21 ist, ich habe es, glaube ich, in der letzten Sendung erwähnt, am Sonntag, am 8. war es, am Sonntag. Die Seele arbeitet im Jahr 7. Ja. Und wenn du sagst, deine Tochter ist 21, ja, mit 21 Jahren hat ein normalbewusster Mensch die Seelenreife seiner letzten Inkarnation vollendet und deswegen ist er volljährig, nicht von Gesetzes wegen. Das heißt, ab da beginnt die Weiterentwicklung der seelischen Qualitäten dieses Menschen.
Und wenn du natürlich jetzt, du warst mit diesem Mann sicherlich eine Weile zusammen, sonst wäre ja auch das Kind nicht entstanden und die Familie entstanden. So kennt ihr jetzt natürlich eure gemeinsamen Spiele aus vergangenen Zeiten, aus guten und nicht so guten Zeiten. Und jetzt, wo das gemeinsame Kind zusammenhält und der Raum, den die Mutter mit dem Kind noch einnimmt, geht es darum, diese unterschiedlichen Facetten auszuspielen. Und da ist es natürlich so, wo man sich, nicht nur Mann, sondern auch Frau, wo man sich hilflos fühlt. Jeder kennt das bestimmt noch aus seiner Kindheit, wenn er in eine sehr peinliche oder hilflose, auswegslose Situation gerät, dann wünscht man sich, aus der Haut zu fahren oder dass man jemand anders ist. Später zieht man da Heldenkostüme an oder man spielt Rollen. Wenn ich aber nicht gelernt habe, mit einer Situation in letzter Konsequenz auch vollständig umzugehen, in absoluter, hundertprozentiger Eigenverantwortung, dann springt in der Tat in dieser hilflosen Situation eine Begleitenergie ein. Das heißt, im Normalfalle löst jetzt dein Mann, um es jetzt ganz konkret zu machen, die erste, die vierte und die siebte Generation sind die Stereotype, die sich immer wieder spiegeln. Wenn dein Mann mit der Situation nicht klarkommt, springt sein Urgroßvater vom Problemlösungsmuster her genetisch in ihm ein. Und das ist dann das, wo man das Gefühl hat, das ist eine völlig andere Stimme oder ein anderer Mensch. Ja. Weil der Familienverbund ist energetisch ja immer da. Naja, aber ich wusste nicht, woher das kommt. Das ist, was hast du gesagt, der vierte, das siebte? Welche Generation war das? Eins, vier und sieben. Eins, vier und sieben. Also du bist eins, dann kommen die Eltern, die Großeltern, die Urgroßeltern. Hm. Hm, ist klar. Also die Urgroßeltern spiegeln sich immer wieder physisch, das kann mit Körpermerkmalen zu tun haben, aber auch in Verhaltensweisen wieder. Hm. Und wenn praktisch er in seinem jetzigen Präsenzzustand hilflos ist, eilt ihm irgendjemand zu Hilfe, den er nie losgelassen hat, weil der ganze Stamm in uns ja geeint ist. Und erst wenn ich mich mit ihm letztendlich ausgeheilt, verbunden und versöhnt habe, kann ich diesen Stamm verlassen und mit einem eigenen Stamm oder einen eigenen Stamm gründen. Und das sind ja auch diese Anhaftungen oder die Dinge, die uns immer bremsen, wo der Kopf sagt, das ist es, wo der Berater sagt, das ist es, und irgendwas im Bauch sagt, nee, mach mal lieber nicht. Mhm. Und wenn dann der Bauch endlich überzeugt ist und man es macht, dann macht man gleich mal einen Fehler, damit die ursprüngliche Intuition oder der Instinkt Recht behält. Mhm. Und das sind häufig auch übernommene Muster, wenn wir in den letzten 100 Jahren und 200 Jahren irgendjemand in unserer Ahnenreihe hatten und jeder hat so einen drin, der geschworen hat, niemals seinen Vater zu demütigen, indem er ihn übertrumpft, zum Beispiel, indem er stärker, reicher, mächtiger oder wie auch immer ist. Weil vielleicht zwei Generationen vorher ein sehr herrschsüchtiger Vater oder Mutter durch ein Kind entthront wurde, also vom Hof gejagt, und daraus wurde dann ein Schwur, das nie wieder zu tun, und das geht über 5, 6, 7 Generationen hindurch, dass sich die vorausgehende, also eure Tochter zum Beispiel, immer der Mutter unterordnet von der Heiligkeit her, wenn man es mal so nennen darf. Ja? Mhm. Und so wie Tiere von uns Krankheiten übernehmen und die austragen, übernehmen meistens die Kinder auch ungelöste Themen von den Eltern. Also du von deinen, der Erzeuger eurer Tochter, dein Mann oder Ex-Mann von seinen. Das sind aber im Prinzip, das sind nur Stereotype, die wir zeigen. Das sind Muster, die wir übernommen, mangels besserer Alternative.
oder mangels Bewusstheit, weil wir nicht wissen, dass es so ist. Ja, einfaches Beispiel, mangels besserer Alternative, wenn ich einen Menschen frage, der sehr unglücklich ist, was möchtest du gern, dann sagt er, ich möchte glücklich sein. Und wenn ich dann frage, wann warst du das letzte Mal glücklich? Und der sagt, ach, das ist Jahre her, wenn nicht Jahrzehnte. Sage ich, kannst du dir das denn vorstellen? Weißt du genau, wie sich das anfühlt, glücklich zu sein? Nee, das weiß ich gar nicht mehr. Dann, wenn ich nicht mehr weiß, wie sich ein Zielzustand anfühlt, bleibe ich mangels Alternative aus Unsicherheit lieber im Leid. Und das sind auch diese Geschichten, die jetzt praktisch zwischen dir und deinem Mann laufen, dass du scheinbar über die Vernunft den einst gemeinsamen Raum aufrechterhältst. Aber da ist eine Lücke. Und diese Lücke füllt dein Mann jedes Mal, wenn er mit irgendeinem Gedanken bei dir und deiner Tochter in dieser Wohnung ist, obwohl er physisch nicht anwesend ist. Ist er da, weil der Raum ihm im Endeffekt energetisch rechtmäßig noch irgendwie zusteht. Ja. Und dadurch kann er da drin wirken, außer man ist sich dessen bewusst und schützt diesen Raum, vergoldet ihn, energetisiert ihn oder versetzt ihn in eine Schwingungsebene, die eine Schwingung wie Neid oder Wut oder Zorn nicht erreichen kann. Naja, ich habe also das Höherschwingen. Viel gemacht, viel gemacht schon in der Wohnung. Ja. Aber ich, fühlst du was anderes? Nee, an meinen Tisch aber ja, jetzt. Ja, nee. So, also in meiner Wohnung habe ich viel gemacht, ja. Ach, meinst du deinen Körper mit deiner Wohnung? Nee, richtig die Wohnung, in der ich lebe. Und aber wenn ich dass er von deinem Körper spricht. Hast du von meinem Körper gesprochen oder von der Wohnung, wenn er geistig in der Wohnung ist? Na, ich habe jetzt schon von der Wohnung gesprochen. Ja, so. Ja, okay. Ja. Also sonst würde ich mich wahrscheinlich in der Wohnung gar nicht wohlfühlen. Oder würde ich das merken? Nee, klar. Ja, also ich habe da schon ordentlich geomantisch reinigen lassen und auch viele Energiebilder, habe einen Harmoniechip aufgehängt, aber das, ja gut. Das ist schon gut. Das ist auch sicherlich sehr sinnvoll und es macht auch relativ wenig Sinn, eine Energie, die sich einmischen möchte und die dort auch noch vorhanden ist, indem ein Teil deiner Tochter ja den Mann, den Vater in sich trägt, aus diesem Raum zu verbannen. Ja. Man muss sich Energien so vorstellen, wirklich wie auch Wesenheiten, also einen Menschen. Und es gab genügend Menschen in der Vergangenheit, spontan fällt mir gerade ein, Napoleon wurde in die Verbannung geschickt, auf die Insel Elba. Und es gibt immer zwei Varianten, die Verbannte durchleben. Entweder sie sterben in der Verbannung oder in der Verbannung schmieden sie Pläne, ähnlich wie im Knast, was sie machen, wenn sie wieder da sind. Und darum ist es besser, diese Energien zu transformieren, als sie auszusperren. Weil es kostet Kraft, die wegzuhalten und gleichzeitig stärkt es die anderen, weil sie sich an uns trainieren. Wenn wir sie aber transformieren, indem wir sie einfach zum Beispiel mit einem Lied übertönen, ich sage, wir spielen jetzt irgendwelche dunkle Molltöne und bei uns werden immer Kinderlieder in Durtönen sehr laut gesungen, dann wird die Dur den Mollklang übertönen und es wird irgendwie einen Klang geben, der grundsätzlich nach einer Dur klingt. Dur ist immer mächtiger als Moll. Und das ist das auch mit der Schwingung im Haus. Wobei die Schwingung im Haus natürlich auch die Schwingung von dir und deiner Tochter ist, logischerweise. Und diese kurze Zwischenfrage, wenn sie jetzt in dem Dauerzustand ist, also sie ist wie so ein, für mich ist es wie so ein depressiver Zustand. Also ich halte es dann manchmal nicht aus, ja. Also so in ihrem Leid und also
ich habe mir dann auch irgendwann mal auch Hilfe geholt und sie hat gesagt, dann geh du aus dem Raum, dann geh weg, wenn du das nicht ertragen kannst, du wirst es nicht ändern können. Aber ich habe das ja ständig, ja, und mir fehlt das Lachen von ihr. Sie hat nicht die Lebensfreude, das macht mich auch krank. Das macht mich krank, dass so ein 21 Jahre junges Mädchen nicht lachen kann, auch nicht in meiner Gegenwart, ja. Und ich kenne sie anders, wie sie anders sein kann, in anderen Gruppen, Menschengruppen. Also ich weiß nicht, was das... Auch jetzt? Ja. Auch jetzt? Das ist, ich weiß also nicht, sie kann mit 21 glücklich, freudig und ausgelassen sein. Ja, aber nicht bei mir zu Hause. Okay. Ich habe da keinen Plan, was das ist. Ja, ich arbeite ja ständig an mir, um loszulassen, um da vielleicht auch Themen zu klären, aber kann das vielleicht auch noch irgendwo eine andere Ursache haben? Naja, ganz intuitiv jetzt, würde ich sagen, wenn sie aus dem Familienverbund draußen ist, okay. Ja? Wenn sie also aus dem Haus ist, weg von der Mutter und der Vater ist sowieso weg, ja. dann kommt ihre Essenz zum Tragen und da kommt auch das innere Kind heraus. Gott sei Dank. In dem Augenblick, wo sie in die heimatlichen Gefilde zurückkehrt, das heißt in den einstigen gemeinsamen Raum der Familie, wo jetzt der männliche Pol fehlt, den sie aber in sich trägt, kippt die innere Balance und sie ist dir eigentlich ein Spiegel, wie stark dir ein Mann fehlt, ob du das jetzt bewusst annehmen willst oder nicht. Ja? Naja, also sie spiegelt dir diese Unglücklichkeit. Und du möchtest sie aber jetzt aufheitern? Ja, das versuche ich. Das ist wie Spiegelputzen. Ja, ich schaff's nicht. Naja. Wenn du es dir aber anschaust und es sehen willst, weil du hast ja gesagt, du willst es nicht sehen. Du kannst es nicht sehen, du hältst das nicht aus und ich dann schickt sie aus. Dich weg. Ja, ich halte das nicht aus. Ja, es macht mich krank, dass sie so leidet. Das ist für mich ein Leidenszustand. Ja. Das heißt aber, wenn rein energetisch, schau mal, dein leiblich Fleisch und Blut gezeugt von ihrem Vater, deinem damaligen Mann, leidet und erweckt in dir ein Gefühl, du müsstest dir helfen, dann ist es eigentlich ein energetischer Übergriff von dir auf sie. Ja, ich weiß. Und dann weist sie dir zurück. Vielleicht ist sie auch traurig, dass du ihr diese Instabilität nicht selbst genießen lässt, sondern versuchst, sie auszugleichen. Das ist so, als würdest du, ich habe jetzt gerade ein Bild da, ich bin ja irgendwie so ein Seher. Stell dir vor, du hast ein Schiff, ein Segelschiff, oder deine Tochter hat ein Schiff, und du bist der Mutterbauch, du bist der Rumpf von diesem Schiff. Und sie steht aber oben an Deck, weil sie ja ein Captain auf ihrem Schiff ist und ist am Steuer und das Schiff bekommt eine Schieflage. Und eigentlich ist es ja die Aufgabe vom Captain, das Schiff so in den Wind zu stellen, dass diese Schieflage ausgeglichen wird. Und du möchtest dir ständig im Laderaum die Belastungen anders umverteilen, damit das Schiff gerade ist. Und die kennen sie oben überhaupt nicht mehr aus an Deck, was eigentlich passiert, weil immer wenn sie korrigiert, hängt Schiff auf die andere Seite. Ja, also sie kann, wie sie ihr Schiff steuert, hängt schief. Sie kann es nicht ausgleichen, weil die Mutter ihr helfen will, aber sie macht es unter Deck, indem sie die Lasten umverteilt oder versucht,
die Ladung bei im Dunkeln die Ladung rauszuschmeißen, damit das Schiff besser schwimmt. Ja. Ja, ich weiß ja die Lösung. Wenn sie auszieht, weiß ich, dass es ihr besser geht. Ja? Aber ich kann es ja nicht forcieren. Oder ich kann es nicht. Also ich bin nicht in der Situation, sie zu zwingen, auszuziehen. Ja? Oder sollte es vielleicht doch machen? Was glaubst du, warum deine Tochter von sich aus vielleicht noch nicht gehen will? Ja, sie hat sich von mir vielleicht auch noch nicht abgenabelt. Oder sie will mir helfen. Also das ist da, dass ich dann noch irgendwie was habe, wo sie sagt, Mama, du hast da noch einen Engpass, ja. Guck mal. Aber ich sehe es nicht. Genau. Ich sehe es nicht. Das habe ich auch da so spontan gehabt. Du hast ständig das Bedürfnis, sie glücklich zu machen, damit sie endlich gehen kann. Ja. Und sie sagt, Mensch, Mai, ich wäre schon lange weg, aber der Mama, ihre Hilflosigkeit macht mir Angst, also bleibe ich noch da und teilen wir mit ihr den Raum. Naja. Ja. Und solange hat aber in diesem gemeinsamen Raum auch keine andere männliche Energie Platz, weil sie ja praktisch ihren Erzeuger in diesem gemeinsamen Raum noch verkörpert. So ist es. Mein letzter Freund musste gehen, das ging gar nicht anders. Die haben sich gar nicht vertragen, das war nicht auszuhalten. Die haben sich schon bekriegt am Telefon, da habe ich gedacht, was denn jetzt passiert? Ich konnte gar nichts machen. Das war... Spannende Situation. Was glaubst du, was deine Seele im Unterbewusstsein für eine liebevolle Beziehung zu der Tochter entwickelt, die ja selber eine junge, vollwertige Frau ist, wenn sie dir deinen Freund nicht gönnt oder es also im bewussten Zustand so ausschaut, als würde sie dir keinen Mann gönnen? Ja, das ist geht gar nicht, ne? Das ist also auch so ein Zustand, das ist es ist im Unterbewusstsein eine Schuldzuweisung da, die Tochter aber nicht nimmt, weil sie ja gar nicht wusste, was sie tat. Sie verteidigt ja praktisch nur ihre Erzeugerenergie im gemeinsamen Raum. Also, das heißt, die eigenen Zwiebelschalen heilen, wirklich schichtweise heilen, immer wieder zurück zu mir. In dem Augenblick, wo so herausfordernde Partnersituationen oder Mutter-Kind-Situationen, auch Vater-Kind-Situationen da sind, die sind ein bisschen anders. In dem Augenblick wirklich den Verstand an den Haaren packen und sagen, Ruhe jetzt. Wenn es sein muss, auch laut. Weil dieser Interpretationsapparat dort oben immer in diesen alten Schuldmustern wühlt, die nicht unsere sind. Es geht jetzt wirklich darum, was ist meins und was ist deins zu selektieren. Darum sind auch so viele Menschen da, die jetzt irgendwie aufräumen, ausräumen, die Flohmärkte, alles rausschmeißen. Das schaut dann wieder so verschwenderisch aus, aber sie reinigen im Außen. In Wirklichkeit geht es aber darum, im Innen aufzuräumen. Ja, ich merke das also bei meiner Frau und bei mir. Meine Frau hat jetzt so ein Ausräumen und Ordnungstick, der sich aber, sobald Raum da ist, das ist sehr interessant, sie hat gestern ihren lebenswerten Freiraum gezeichnet und es geht da um eine Fläche von ungefähr 150 Quadratmeter, die es hier am Ort möglicherweise anzumieten oder zu nutzen gibt. Und dann hat sie so ein Wölkchen eingezeichnet, welche Facetten ihrer Bedürfnisse und deren Befriedigung sie diesen Raum geben würde. Und dann habe ich draufgeschaut und gesagt zum Schluss, Schatz, und wo ist jetzt dein Freiraum? Ist ja alles zu. Ja, also das heißt, in dem Augenblick, wo ausgeräumt ist, sortiert man sich alles, was man lieb gewonnen hat, wieder so ein, dass zum Schluss wieder kein Platz ist. Stimmt. Ich kenne das. Oder man kreiert sich einen vermeintlich Schuldigen im Außen, der dann ratzfatz zu dir zieht und sagt, es ist ja toll, dass deine Tochter nicht mehr da ist, dann kann ich ja meine Schrankwand mitnehmen und plötzlich nimmt der dir den ganzen Platz weg. Ja, also, du deinen Raum nicht ausfüllst. Also es geht wirklich
darum, es gibt eine Übung aus Avatar, also von der Ausbildung Avatar von Harry Palmer, aus der Ursprungsliste raus, die lautet, dies bin wirklich ich und ich bin ich selbst. Und immer wenn ich sage, dies bin wirklich ich, die Hände anzuschauen, so wie wenn man in einen Ganzkörper-Neoprenanzug reinschlüpft, wie man das auch von dem Film Avatar kennt, wo dieser Querschnittgelähmte das erste Mal in seinem Avatar drin ist und so mit den Zehen wackelt und die Hände so anguckt und merkt, das bin ich. Also das ist eine ganz tolle Übung, die man jeden Morgen, also ich mache das immer morgen, bevor ich aufstehe, ich nehme meinen Körper ein und zwar vollständig. Kleine Zehe rechts ist da, kleine Zehe links ist da, was macht mein großer Zeh? Knie ist da, Popo ist da, Stopsel vorne ist dran, Nase ist da, Augen blinzeln, Ohren sind da. Ich fülle meinen Körper erstmal physisch aus. Das ist ganz wichtig. Weil wenn ich zum Beispiel einen Ärger habe, ich habe irgendwo einen Ärger ins Bett mitgenommen oder eine Sorge. Ich bin mit einer Sorge eingeschlafen und mit der wache ich wieder auf. Dann sitzt die irgendwo im emotionalen Bereich, das ist im Darm. Damit habe ich eine Blockierung und wenn ich die nicht auflöse, dann blockiere ich selbst, wenn ich mich ausdehne in meine anderen energetischen Ebenen, dehne ich die Blockade mit aus. Das heißt, in jeder Ebene ist der blockierte Bereich zugänglich für was anderes. Und das universelle große Ganze ist immer bestrebt, das Ganze heil und ganz zu halten. Das heißt, da kommen sofort irgendwelche Ausfüllenergien und machen die Dellen voll, damit man schön ganz dastehen wird. Das ist dann nicht unseres. Das ist Mamas, das ist Opas, das ist Mutters. Das tut man für andere, um zu gefallen, um geliebt zu werden. Alles, was wir in der Maslow-Pyramide unterhalb der transzendentalen Bereichen machen, also sprich Essen, Trinken, Schlafen, Sexualität, Sicherheit, soziale Geschichten und auch die Ego-Bedürfnisse, werden immer aus defizitärer Geschichte rausgesteuert. Das heißt, wenn der Kühlschrank leer ist, dann mache ich ihn wieder voll. Nur die Transzendenz nicht. Und eine transzendentale Geschichte ist einfach wirklich morgens erstmal seinen Körper auszufüllen. Man kann sich ja hinstellen und sich vorstellen, man ist durchsichtig und man läuft mit klarem Wasser voll, bis es oben raus sprudelt. Und erst dann gehe ich aus dem Schlafzimmer raus in meinen Lebensraum. Dass ich wirklich erfüllt von mir selbst bin. Egal ob gut oder schlecht drauf, spielt keine Rolle, aber erfüllt von mir. Weil sonst gehst du raus und deine Tochter steht am Kühlschrank und sagt, wieso ist die Butter weg? Batsch! Und damit habe ich im Endeffekt mit einem falschen Wort mir schon wieder eine energetische Geschichte kreiert, die mich dann den ganzen Tag über verfolgt, bis man sich wieder trifft, in der Hoffnung, dass es von alleine gegangen ist oder man muss dann ausgleichen. Und das ist Ballast. Ich kenne aus dem Arabischen, ich gehe jetzt dann gleich mal in den Chat noch ein bisschen rein, aus dem Arabischen, ich war ja früher auch Verkäufer oder Verkaufsingenieur und habe mich sehr viel mit Verkaufstechniken und ähnlichen Dingen beschäftigt, habe über diese Geschichten auch den Zugang zu NLP und anderen Techniken bekommen. Und es gibt aus dem Arabischen einen Spruch, der lautet, vergiss nicht, den Sand aus deinen Schuhen zu klopfen, bevor du das Haus eines Gastes oder das Haus eines Fremden verlässt. Und ich habe mir immer gedacht, das passt nicht. Wieso, wenn ich bei jemandem Fremden bin und ich gehe raus, wieso soll ich mir dann den Sand aus den Schuhen klopfen? Das mache ich doch, bevor ich reingehe. Aber damit ist gemeint, wenn du irgendwo reingehst, bekommst du diese Energie mit. Ja, irgendjemand macht dein Produkt schlecht oder findet deine Energie super oder eben nicht gut. Und mit dieser Meinung behaftet, gehst du ein Haus weiter.
und nimmst es mit. Mhm. Außer du lässt es, bevor du das Haus verlässt, dort, wo es entstanden ist, zurück. Und sagst, okay, das war jetzt dieser kommunikative Ablauf, da ging es mir so und so, jetzt klopfe ich mir den Sand aus den Schuhen und dann gehe ich als selbst hier wieder raus, sonst bekommt man nämlich Blasen, wenn man den Sand nicht aus den Schuhen, das reibt. Das heißt, ich gehe raus und dann rattert es da oben und ich bin nicht bei mir. Mhm. Ganz klassisches Beispiel, Paul Watzlawick, Anleitung zum Unglücklichsein, die Geschichte mit dem Hammer. Ich glaube, viele kennen es, ich kann es kurz schildern, ein Mann möchte ein Bild aufhängen und er hat ein Bild und einen Nagel, aber er findet seinen Hammer nicht. Und logischerweise schlägt ihm sein Verstand vor, er möge doch zum Nachbarn gehen und sich dort kurz einen Hammer leihen, was ganz normal ist. Und während er diesem Beschluss folgt und das Haus verlässt, fällt ihm ein, dass er den Nachbarn schon längere Zeit nicht mehr gesehen hat. Und am Gartentor fällt ihm ein, doch, er hat ihn letzte Woche gesehen und sogar gegrüßt, aber der Nachbar hat nicht zurückgegrüßt. Ja. Und auf dem Weg zum Nachbarn fällt ihm ein, der Nachbar, der mag mich gar nicht, der hat mich auch letztes Mal, hat er mich so blöd angeguckt beim Rasenmähen. Und als er an der Tür beim Nachbarn steht, klingelt er und als der Nachbar die Tür öffnet, sagt er, deinen Scheißhammer kannst du behalten. Das kenne ich nicht. Nee, kenne ich nicht. Herrlich, schöne Sache. Und das ist dieses Sandkorn, das dann in den Schuhen reibt. Und das ist eine Energie, die gar nicht von uns ist, ja. Die haben wir irgendwo aufgeschnappt und die arbeitet weiter, weil nicht be- und verarbeitet und abgelegt. Und auch das sind im Endeffekt Anhaftungen, die wir aber selber zulassen. Es gibt Menschen, ich habe gerade heute wieder mit so einem telefoniert, der hat einen Riesenspaß dabei, mir von seinem Leid zu berichten, für alle der Mülleimer zu sein. Genau. Na, jetzt überleg mal, also natürlich möchte er sagen, ich bin der Dorfpsychologe, aber er sagt, ich bin für alle der Mülleimer. Ja. Und lacht dabei. Er sagt, es muss ja Spaß machen, aber da lädt natürlich jeder seinen Müll ab. Ja. Das heißt, was ist der Eimer selbst? Fühlt der Eimer sich nützlich oder fühlt er sich schmutzig, wenn er schon weiß, dass er ein Mülleimer ist? Mhm. Stinkt's ihm oder stinkt der Inhalt? Oder duftet er? Mhm. Und da heißt es auch Stopp sagen, ja? Ich glaube, schaust jetzt gerade so nachdenklich. Wenn die meisten Menschen sagen, ja, ich will es ja eh nicht, aber jeder kommt und erzählt mir sein Zeugs. Also kannst du Stopp sagen? Kannst du sagen, du, ich will das jetzt nicht hören, ist das okay für dich? Nee, das könnte ich nie. Sag ich, ja, das ist ein Problem. Jeder Mülleimer hat einen Deckel. Sag, Deckel ist zu, Mülleimer gerade voll oder ist frisch geleert, ich genieße das gerade. Mhm. Ja, doch. Aber weil wir nicht wissen, was da wirkt, schlagen wir dann um uns oder werden unsicher und in dem Augenblick kommt einfach eine Fremdenergie rein und sagt, du kümmere dich mal drum. Ich habe zum Beispiel ein paar Leute, da weiß ich, wenn das Telefon klingelt und ich schaue drauf, so, ups, der jetzt nicht. Das heißt nicht, dass ich den nicht mag, aber ich weiß, was da kommt. Ja, genau. Da kommt er, grüß dich, du könntest du mal nicht, du kennst den doch. Das weiß ich. Ja, stimmt, aber ich habe den. Und entweder. Ja, es ist schön, wenn man dann mehr in diesem Sein ist, ne? Und einfach mehr mit der intuitiven Kraft arbeiten kann, ne? Hätte man sich solche Sachen auch irgendwo ein bisschen vom Leib. Ja, ich meine, es geht darum, was will ich? Ja, du weißt, es klingelt an der Tür. Und du schaust raus. Und da draußen steht einer, der hat eine Perchtenmaske und einen Säbel in der Hand. Machst du auf?
Ich nicht. Nee. Wenn ich das. Nee, wenn ich spüre, was das. Nee. Mhm. Ja. Es steht ein alter Mann oder eine alte Frau draußen mit einem Bettelbrief. Der sammelt jetzt für irgend. Jetzt ist jetzt wieder Sammelzeit. Ganz eine tolle Geschichte, passiert ganz viel an den Haustüren. Die kann man ja nicht einfach stehen lassen. Also machst du die Tür auf. Ist ja keine Fratze, keine Maske und so weiter. Ist ja nur eine arme alte Frau. Und die sammelt natürlich wie jedes Jahr für die Caritas oder was weiß ich. Und du hast gerade eine Petition im Facebook angeklickt, wo du den Missbrauch von Spendengeldern angreifst. Und jetzt kommt da jemand und sammelt eine Spende. Mhm. Und weil du nicht Nein Danke sagen kannst oder sagen heute nicht, gibst du 2 Euro, die Frau sagt Danke, geht weg, du unterschreibst vielleicht noch, gibst eine Stimme ab für die 2 Euro und ärgerst dich dann einen halben Tag, dass du jetzt praktisch nicht kongruent mit deiner Petition trotzdem was weggegeben hast. Mhm. So, und damit zerreißt du dich selber. Mhm. Das 2 Euro können dir den ganzen Tag versauen. Ja, stimmt. Ja. Hm. Ja, man kann sich lange damit festklammern, ne? Mit solchen Dingen. Das ist richtig. Und jetzt ist die Frage, woher nimmst du dieses Schuldgefühl? Hm. Tja, woher? Wo kommt das her? Tja, Und da sind wir bei den Besetzungen, Anhaftungen. Das sind meistens Dinge, die uns die Mama oder die Oma beigebracht hat, weil die Urgroßmutter auch schon gesagt hat, du musst, wenn jemand an der Haustür ist, erst rausschauen. Wenn es eine Frau ist, kannst du aufmachen. Wenn es ein Mann ist, den du nicht kennst, lass zu, weil das ist der böse schwarze Mann. Ja, das sind alles alte Stereotype, die dann einspringen, weil wir uns unsicher sind. Wenn du dir sicher bist, wie du agierst und reagierst, machst du die Tür auf und sagst, schönen guten Tag, mit was kann ich dienen? Oder es gibt so einen schönen Comic, so eine humorvolle Variante vom Michael Mittermeier, glaube ich, ist das mit den Zeugen Jehovas, wo er dann beschreibt, wie er sich auf sie vorbereitet, die Tür aufmacht und sagt, ich habe auf euch gewartet. Ja. Und sie steht und sagt, oh. Das ist gut. Ja. Das ist natürlich jetzt eine humorvolle Variante und soll jetzt auch nicht werten, ich möchte keine Wertung von den Jehovas, aber er bereitet sich vor, was passiert, wenn die Tür aufgeht? Das heißt, er ist Herr der Lage. Mhm. Und die anderen sind im Reagieren. Und da sind wir wieder praktisch mit dem Ausgefülltsein mit sich selbst. Mhm. Ja, dann gib mir doch einfach... Gib mir doch einfach mal einen Tipp, was du jetzt an meiner Stelle machen würdest mit der Wohnung. Just jetzt, wirklich, ist die verkaufen, behalten oder der Tochter sagen, sie soll ausziehen. Und wenn du die Tochter wegschickst, kommen 2 neue wieder. Keine Töchter. Also da kommt dann, nee, keine Töchter, aber dann kommt etwas, was den doppelten Raum einnimmt. Naja. Ich weiß nicht, was passiert, wenn du diesen Raum auflöst, in dem ihr jetzt noch gemeinsam wohnt. Hm. Was kommt dann in die Gänge? Was hindert dich daran, es zu tun? Weil ich die Wohnung liebe, weil die schön ist. Okay. Hm. Ja, und das, klar steckt die Hälfte meines Geldes da drin, ne? Okay, und die andere Hälfte ist von deinem Mann oder Ex-Mann. Mhm, genau. Dann mach mit denen einen zinsfreien Deal, dass du ihm die einfach abträgst, weil der ist besser wie jede Bank. Mhm. Ja, und sollte vorher zornig von der Brücke springen, dann bist du schuldenfrei, aber du brauchst keine Zinsen und Verzugszinsen zahlen, du brauchst kein Mahnwesen. Ihr macht einfach einen Deal über Notar. Er bekommt pro Monat so und so viel, Zahlungsziel 10 Jahre, 8 Jahre, wie auch immer. Ne, klare Verhältnisse, aber merkst du, das wäre jetzt eine Lösung, gell? Da verdrehst du gleich die Augen. Scheiße, es geht. Ja klar, ich war jetzt nah dran und habe auch gedacht, okay, ich kaufe jetzt die Wohnung. Also das war dann so mein letzter Gedanke heute.
Naja. Und dann? Ja, und dann? Weiß ich auch noch nicht. Dann was dann passiert. Also dann ist praktisch, wer entscheidet dann in dieser Wohnung? Ich ganz allein, ja. Okay. Mhm. Du bekommst mit einer Abmachung mit deinem Mann, der jetzt noch Mitbesitzer der Wohnung ist, plötzlich 50%, du kriegst die volle Entscheidungsgewalt über diesen Raum. Ja. Damit ist sie deine. Mhm. Und dann brauchst du gar nichts mehr machen, dann sagt deine Tochter so, Mama, jetzt kann ich dich verlassen, jetzt bist du sicher. Meinst du, dass das schon eine Lösung ist? Ja. Echt? Dann zieht die zu ihrem Freund. Und wenn nicht, dann kriegst du in dem Augenblick einen, in dem du das löst. Den letzten Satz habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Sie zieht... Hat deine Tochter einen Freund? Ja. Ja? Ja, ja. Dann zieht die in dem Augenblick, in dem du die Alleinherrin oder Herrscherin und Besitzerin dieses gemeinsamen Lebensraumes bist, braucht sie ja den männlichen Teil nicht mehr zu repräsentieren und wird wie von Geisterhand so zu ihrer männlichen neuen Seite hingezogen, weil sie kann dir jetzt den Raum ja freigeben. Oh, ist ja genial, die Lösung. Ist wirklich genial. Und einfach. Ja, ja, weil ich habe das nicht gewusst mit diesem männlichen Anteil bei ihr. Das ist aber logisch. Ja. Sie hat, es ist so, es ist völlig egal, ob ein Kind 2 Jahre oder 20 Jahre ist, wenn die Eltern sich trennen. Ein Kind übernimmt unbewusst immer die Verantwortung oder die Schuld für diesen Auseinandergang. Schließlich sind die beiden ja meine Erzeuger. Und logischerweise wird das Kind bei dem Teil der Eltern, was bleibt, und das ist bei Kindern meistens die Mutter, in dem Augenblick die Vaterrolle einnehmen, als Ausgleich. Und es gibt genügend Kinder, die ihre Eltern trösten, wie ein Vater oder eine Mutter eigentlich das Kind trösten sollte. Naja, wollen tun. Genau in diesen Trennungsphasen findet meistens dieser Switch statt. Ja. Ja, ja. Eine energetische Verschiebung. Das habe ich schon mitgekriegt. Stimmt. Ja. Okay. So. Probier es einfach mal. Ein Versuch ist allemal wert. Ja. Ja, war ich nahe dran. Aber konsequent. Aber es ist gut, dass du das jetzt so rund gemacht hast, weil dieses Nichtwissen hast du jetzt wirklich ergänzt und ich war ja schon nah an der Lösung, ne? Also die zu verkaufen oder zu kaufen, so, nicht zu verkaufen, weil er will natürlich sie gemeinsam verkaufen, ne? Er will mein Ja-Wort, verkauf es mit mir zusammen, was mir aber nichts bringt. Ja. Er will dein Ja-Wort. Nochmal. Nee, das kriegt er nicht. Nee, das kann er auch nicht verlangen. Weil er hat ja mein Angebot damals abgelehnt. Ja, ja, aber du hast jetzt gerade gesagt, er will mein Ja-Wort. Ja? Du hast ihm das Ja-Wort, du hast gesagt, ich sage jetzt nein, das war damals ganz okay, aber jetzt ist cut, ja. Und es reicht. Und jetzt gibt es auch den gemeinsamen Raum und sagt er, aber da will ich nochmal dein Ja-Wort. Wenn, dann machen wir das gemeinsam oder nicht. So. Und jetzt hängst du einfach mit 50% dieser komischen Energie da drin. Ja. Und wenn du sagst, pass auf, es gibt 2 Möglichkeiten. Entweder ich kaufe sie dir ab, dann ist es unsere 1 gemeinsamen, jetzt gehört sie mir. Oder ich suche mir jetzt einen reichen Pinkel, der kauft die ganze Bude und das Haus, wo du auch noch drin bist. Ja. Das hatte ich auch schon, aber so einen kenne ich nicht. Noch nicht. Ja, ist schon genial. Bestellung beim Universum. Ja, nee, aber die Gedanken sind mir schon gekommen. Aber was nicht ist, ist nicht. Ja, also ich muss ja von den Tatsachen ausgehen. Nee, das wäre ja schon wieder... Du würdest jetzt praktisch dann deine 50% an den reichen Pinkel abschieben. Genau. Und der trägt dann eurer Beiderlast. Nee, das machen wir nicht. Das ist nur ein Späßchen. Ne?
Spiritualität kann durchaus witzig sein. Genau, ja, nee, aber das wird genau wieder so was Verheddertes. Das habe ich mir auch schon gedacht. Wenn du jemanden hättest, der das Geld hätte, nee, du transferierst irgendwas klar. weiter. Das war mir schon klar, dass das nicht ganz... Das ist übrigens ganz wichtig, weil bei Anhaftungen, Besetzungen und so weiter, da denkt man ja dann immer gleich an die Geisterwelt und ja, und die verstorbenen armen Seelen, die nicht gehen wollen oder können. Wir haben unsere ganzen Besetzungen selber gestrickt. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel die Frauen jetzt oder schon seit Jahren die Verstrickungen lösen, weil die ja auch mit Wolle stricken, häkeln, Needlework machen, nähen, während die Männer die Versöhnungsarbeit machen. Weil die Männer in den letzten 5.000, 6.000 Jahren Beziehungen immer getrennt haben. Sie haben Länder getrennt, sie haben Familien getrennt, sie haben den Limes gezogen, die Germanen und die Römer, sie haben Ost- und Westdeutschland erschaffen, sie haben Nord- und Südkorea erschaffen, das haben erst die Männer gemacht, sie haben immer getrennt. Oder den Kopf vom Rumpf getrennt. Also auf alle Fälle, die Männer haben immer zack, die machen auch mit der Kreissäge, mit der Motorsäge, mit dem Schwert, wir trennen immer. Also müssen wir versöhnen. Die Frauen schaffen die Verstrickungen aufgrund ihrer Gebärfähigkeit und der Möglichkeit, den Seitensprung zur Welt zu bringen, werden auch diese ganzen Verbandelungen und Verstrickungen in der Vergangenheit über die Frauen weitergetragen. Und deswegen haben die Frauen auch die Arbeit, diese Verflechtungen, die Verstrickungen zu lösen und die Männer die Versöhnungen zu machen. Steckt im Wort. Vater versöhnen. Und darum geht es jetzt wirklich um die Klärung. Und das wäre also eine neue Verstrickung. Also das geht so weit, dass man wirklich so, wie es bei mir ist oder war, wenn ein Auto in Deutschland angemeldet ist und auf meinen Namen läuft oder ob es auf den Namen meines Vaters läuft, weil es die Versicherung günstiger ist, das gehört auf meinen Namen. Sonst habe ich da eine Verstrickung. Weil in dem Augenblick, wo ich einen Scheiß baue, bekommt mein Vater ja praktisch die Hochstufung der Police. Das heißt, ich gebe ihm die Macht, mir dann den Kopf zu waschen, wenn ich eigenverantwortlich in eine Leitplanke reinfahre. Das ist eine freiwillige Abhängigmachung zugunsten von Finanz. So wie viele, viele Ehen geschlossen werden, weil man sich im Jahr 4.000 Euro spart. Und jetzt sind wir eh schon 5 Jahre zusammen bei der Steuerklasse, das machen wir doch so. Und in dem Augenblick habe ich eine Verstrickung mit dem Finanzamt. Das heißt, die Energetik dieser Eheschließung ist mit beeinflusst durch einen Steuervorteil. Ganz schlimm, oder? Ja, ganz schlimm. Aber das war halt einfach gang und gäbe. Ja, stimmt. Wird noch gemacht. Ja. Ja, eine geniale Lösung. Albert Einstein hat mal gesagt, geniale Lösungen sind immer einfach. Ja. So, ich gehe jetzt mal in den Chat rein und schau mal, also Kluges Wir, gerne hat da geschrieben, Frage, reicht das Bewusstsein aus, um den Zugang zu blockieren? Oder was kann man genau machen, wenn man merkt, dass man nicht selber ist? Also das Bewusstsein reicht aus, wenn ich mich bewusst selber ausfülle oder erfülle. Wenn ich in mir zu Hause bin und ich merke, das bin ich nicht selber, dann spreche ich wirklich mit dem, was ich glaube, dass ich nicht selber bin. Das heißt, ich stelle mich vor den Spiegel und sage, wer ist da? Oder ich halte inne. Also ich kenne das von mir selber und je ruhiger ich werde, umso mehr ist dann meine Frau ab und zu wieder mal ein bisschen unrund. Und wo ich dann immer sage, stopp Schatz, jetzt stopp, alles liegen und stehen lassen, weil man kommt dann ins Hudeln, ins Rotieren, ins Rudern, ins Oberflächliche, dann fallen einem Dinge aus der Hand, dann bricht ein Glas und sagt stopp, jetzt stopp, stopp, stopp. Wer ist hier? Und dann fühlen. Und in dem Augenblick merkst du,
von welcher Seite des Körpers sich bei dir was löst. Du merkst, wo das sitzt. Und dann diskreiere es, indem du einfach sagst, okay, so wie bei Avatar, ich sehe dich. Und dann geht das Ding weg. Also wir versuchen ja dann wegzulaufen und dann holt dieser Besatzer oder Besetzer seine Kumpels und sagt, hey, den müssen wir aufhalten, der haut mal ab. Und dann habe ich zum Schluss 5 drauf. Ganz häufig, also wo ich das enorm spüre, wenn Menschen aus Gasthäusern kommen. Ja, wenn man da nur ein, zwei Bier, wenn da ein, zwei Bier, drei Bier getrunken werden oder man ist ausgelassen, ja, man ist also nicht eingesperrt, sondern ausgelassen. Und in dem Augenblick, wenn man dann sagt, jetzt wird es aber langsam Zeit, dass wir gehen, und man kehrt wieder in sich zurück, dann hat man meistens irgendetwas mit dabei. Also Gasthäuser, Schulen und Krankenhäuser bzw. Seniorenstifte sind die beliebtesten Aufenthaltsorte von erdgebundenen Seelen und alten Schuldfetzen, die noch rumschwirren. Warum? In Seniorenheimen und in Krankenhäusern werden die Leute unter Medikamente gesetzt. Schulen. Sabine, Schule. Ich will aufstehen. In der Schule werden die Kinder abwesend gemacht. Ich will aufstehen. Kinder schützen sich durch Abwesenheit, wenn sie es nicht interessiert. Das weiß jeder von sich selber. Wenn da vorne ein Lehrer ist, der mich nicht interessiert, wenn der Stoff mich nervt, schaue ich zum Fenster raus und bin abwesend. Das heißt, mein Wesen dampft ab. Und Kinder und Jugendliche können das sehr gut. Und wenn das Wesen sich verchüsst und am Spielplatz rausgeht, kommt meistens Friedhöfe in der Nähe von Schulen, die praktisch kommen da so irgendwelche energetische Reste und sagen, hey, lass mich auch mal rechnen. Ja? Und die sitzen dann so teilnahmslos mit dabei, aber das sind wirklich Mini-Walk-ins. Also nochmal, das Bewusstsein, um die Antwort zu geben, das Bewusstsein reicht aus, um den Zugang zu blockieren, vorausgesetzt, man ist voll erfüllt. Weil wenn ich jetzt sage, okay, du kommst hier nicht rein, und ich habe aber schon einen sitzen, dann sagt er, fein, schön, Tür zu, bin schon da, ich bin jetzt ganz ruhig. Ja. Und spätestens an der nächsten Ampel, wenn jemand mir die Vorfahrt nimmt oder steht einer neben mir und mich zeigt meinen Stinkefinger, springt in mir diese Energie an und sagt, was war denn das jetzt? Boom, zack, und dann zeigt sich plötzlich der Mitfahrer. Also das heißt, wenn man die Bewusstheit oder das Bewusstsein hat, dann macht es Sinn, 2, 3, 4 Mal am Tag wirklich zu überprüfen, ob man ganz selbst ist. Einfach sich hinzusetzen und sagen, okay, bin ich ganz. Ich stelle mir dann einfach hin und sage, ist hier irgendetwas in mir? Und wenn es mich nach hinten drückt, weiß ich, okay, da ist nichts da. Kippe ich nach vorne, weiß ich, da ist jemand da. Früher wurde ich dann wütend, das macht die Tür auf, kommt gleich noch einer. Da gilt es dann darum, wirklich sich selbst zu füllen, bis das keinen Platz mehr hat und dann erfüllt von sich selber zu gehen. Hallo Sabine, ich grüße dich. Hallo, du hast dich gerade mit dazu gesetzt und fühlst. Ich fühle dich auch. Fox schreibt, mir kommt es sehr stark so vor, als ob man, besser gesagt, ich es in den Augen meiner Mitmenschen sehen kann, wenn ihnen die Energie fehlt, aber nicht im Sinne von müde oder schlapp sein. Ja, also man kann anhand der Klarheit eines Blickes auch sehen, ob da was dabei ist oder nicht, wie klar der ist. Je klarer der Blick, je klarer die Worte, umso klarer die Wesenheit. Das ist ja das Schöne bei Kindern, gerade bei Kleinkindern, die haben so klare Augen, da schaut man wirklich ins Universum, da schaut man durch die Äonen und dann beginnen erst sich die Augen irgendwann einzutrüben oder die Iris irgendwelche Charakterzüge des Körpers abzubilden, die man ja bei der Iris-Diagnose dann feststellen kann. Aber so ganz frisch geschlüpft mit ein paar Wochen und Monaten, wenn sie dann anfangen zu sehen, und mir fällt auf, ich weiß nicht, ob es anderen auch so geht,
dass Säuglinge jetzt scheinbar viel, viel früher sehen. Früher hat es ja geheißen, die ersten 6 Wochen sind Kinder praktisch nur Silhouettenseher, sie kennen keine Konturen. Ich kenne 3-wöchige Säuglinge, die schauen so klar und ich weiß, die sehen alles. Also die kommen jetzt wirklich die Seher auf die Welt. Das ist unglaublich. Also und um Fox auch die Antwort zu geben, also man sieht das, du kannst einem Menschen, wenn ein Mensch dir innerhalb von 1 Sekunde oder 2 Sekunden ausweicht, wenn du ihm in die Augen schaust, dann ist er auch nicht ganz. Unsicherheit ist immer auch eine Besetzung. Also Menschen, die enorm schüchtern, unsicher oder ängstlich sind, sind nicht allein in ihrem Körper. Das müssen aber jetzt keine Geister sein, das können auch Erinnerungen, Stereotype, Schuldmuster der Eltern, irgendwelche Geschichten aus dem Fernsehen, die genauso auf uns übergehen, Nachrichten, Worte etc., die einen prägen und mit einer Assoziation einfach das immer wieder abrufen. Dann schreibt der Fox noch, eher im Gegenteil, es ist so, als ob der Körper fit bleibt, aber der Seele immer mehr Energie geraubt wird. Dadurch verändert sich das Verhalten dieser Menschen ins Negative. Ja, es ist so, dass wenn du einen unsicheren Menschen bewusst in die Augen schaust und ihn verunsicherst, dann muss er das kompensieren und es wird eine Facette sichtbar, die ihn auch ausmacht, die das in der Regel versucht auszugleichen. Und wenn das aggressiv ist, ein aggressives Verhalten oder ein Fluchtverhalten, dann springt einfach das Reptil in uns ein oder das Tier. Grüß Gott, Thema, das für mich zutrifft, ich habe seit 6 Monaten eine extreme Veränderung wahrgenommen. So eine Veränderung, dass es mir jetzt selbst auffällt, schreibt Miss Gatto. Ja, also wir haben momentan eine sehr starke Veränderung. Es ist ja immer so, dass, also ich empfinde, dass wir uns derzeit auf dem 31.12. hin auf einen energetischen Zenit hinbewegen, der dann wieder abfällt, aber diese Hürde ist zu nehmen. Wer also über diesen Zenit nicht drüber geht, sage jetzt einfach mal bildhaft gesprochen, rutscht zurück ins alte System, 3D plus Zeit und Geld, und der Rest geht in eine Zeit oder in einen Raum, die 5. Dimension, die sich ja nach oben wie eine Tonleiter sich aufbaut, wo er sehr wohl in dieser 3. und 4-dimensionalen Zeit sich bewegen kann. Also der kann da wieder hingehen, aber die 3- oder 4-dimensionalen können da nicht drüber gehen. Und das ist jetzt auch so eine Geschichte, wo Menschen das Gefühl haben, sie sind extrem hilflos, weil ihnen irgendetwas sagt, sie möchten ganz viele mit rübernehmen. Und sie entkräften sich selbst und machen sich dann zu einer Seele, die dann mit rübergenommen werden will. Also sie entkräften sich durch dieses Bedürfnis, ganz viele mitzunehmen. Das ist so wie, wenn du 11 Jahre alt bist, keinen Führerschein hast, und da steht ein Bus und du möchtest jetzt einen Bus voller Leute retten. Das geht nicht. Es geht nur, sich selbst, in sich selbst Einzug zu halten, sich auszufüllen, dankbar zu sein, erfüllt zu sein und einfach das auch auszustrahlen. Nach dem Resonanzprinzip wissen wir, wenn ich ausstrahle, Masaru Emoto, wenn meine Wasserkristalle im Zellwasser eine heilige Struktur haben und ich berühre einen Menschen, dann wird der dadurch auch transformiert. Wenn ich mir aber seine Sorgen anziehe, weil ich gerade Platz dafür habe, weil ich nicht ausgefüllt bin und ich nehme ein Sorgenpaket, das nicht meins ist, mit rein, dann arbeitet das in mir weiter und der Entsorgte wird sich Sorgen um seine Sorgen machen, dass ich ja nichts Verkehrtes damit mache. Das heißt, es bringt gar nichts. Es ist ganz wichtig, dass wir jetzt wirklich da innen alles ausräumen, was nicht unseres ist. Und darum, wenn ein Gefühl da ist, sagen, hey Gefühl, wo kommst du denn her?
Interessant. Wie fühlst du dich denn an? Ja, es gibt also viele Möglichkeiten. Wichtig ist, dass man mit diesen Seelenanteilen, mit diesen Anhaftungen, Besetzungen, Stereotypen oder Mustern spricht, kommuniziert. Jede Form von Anhaftung trägt einen gemeinsamen Namen. Die heißen alle Rumpelstilzchen. Und jeder weiß, wenn du sagst, heißt du etwa Rumpelstilzchen, was dann im Märchen, genau, dann wird das wütend und sagt, das hat ja der Teufel gesagt, reißt dich in der Mitte auseinander und weg ist. Das ist praktisch die Negativvariante von Christi Himmelfahrt, ist Rumpelstilzchen, ist in den Boden gefahren. Ja? Bisschen. Okay. Der Rolf, seit 6 Monaten, das ist die Veränderung. Sein lassen, loslassen, Freude und Freiheit walten lassen. Ja, ja, sehr wichtig, sehr richtig, Rolf. Jedoch, das war das, was ich vorher gesagt habe, wenn du nicht weißt, wie sich Freiheit fühlt, wird sie dich ängstigen. Ja, also, wie geht glücklich? Das ist eine Frage, die ich mir oft gestellt habe. Ich bin so über 30, 35 Jahre so durchs Unterholz des Lebens geirrt. Immer wenn Leute da waren, habe ich gelächelt und habe Spaß gemacht und war der Partyclown und der Zampano. Und wenn die Leute wieder weg waren, habe ich mich wieder im Unterholz verzogen. Wie wenn ich mich ständig gebückt durchs Unterholz bewege, ist es relativ leicht zu sagen, ich liebe den Freiraum der Blumenwiese, wo mich die Sonne anscheint. Ich weiß aber nicht, wie sich das anfühlt. Also es ist wichtig, das Loslassen zu lernen. Und da möchte ich jetzt ein Zeichen geben. Jetzt schauen wir mal, ob ich das da so zeigen kann. Ich tue jetzt mal die andere Kamera her. Also, das hier ist ein Feuerzeug. Und wenn ich ein Feuerzeug halte und ich lasse es los, dann haben die meisten Menschen das Gefühl, wenn ich was loslasse, ist weg. Und es gibt auch die Möglichkeit, etwas zu nehmen und es so loszulassen. Auch das ist losgelassen. Es ist lose. Aber ich muss es nicht fallen lassen. Und es kann gehen, es darf gehen, aber es fällt mir nicht weg und ich hab's, und vielleicht brauche ich es noch. Ja, wir haben die Angst, wenn wir was loslassen, dass wir es dann verloren haben und vielleicht haben wir dann das Falsche losgelassen. Wir haben ja schon so viel falsch gemacht in unserem Leben. Und genau um diese Geschichte geht's. Und da helfen solche Visualisierungen. Das Loslassen ist nicht gleich fallen lassen. Es ist nur loslassen. Und ich halte es nicht mehr fest. Und was ich nicht festhalte, raubt mir keine Kraft. Weil das Festhalten raubt die Kraft. Die Dinge, die wir aus Anhaftungen kennen, sind oft Dinge, die wir festhalten, mangels Alternative. Beispiel. Jeder Mensch kennt sicher eine Treppe oder ein Treppenhaus. Wir fahren zwar heute meistens Fahrstuhl oder Rolltreppe und so, aber selbst auch. Selbst eine Rolltreppe hat einen Handlauf. Das heißt, das ist das Geländer am Rande, die Begrenzung der Treppe, die gleichzeitig ein Schutz ist vorm Abstürzen und wo man sich festhalten kann, auch wenn man sich nicht festhalten braucht. Und wenn jetzt von einer Treppe der Handlauf und das Gitter weg ist, dies ist eine Freitreppe ohne Festhaltemöglichkeit, dann geht es uns seltsam dabei. Die Sabine schaut schon ganz komisch. Ja? Weil wir einfach als Kind schon gelernt haben, du musst dich immer gut festhalten. Ich kann aufrecht gehen, ich brauche nicht festhalten. Das ist, als würden wir uns an einen Rollator gewöhnen, den wir gar nicht brauchen. Und jetzt, wenn wir das aber loslassen, auch wenn das etwas ist, was wir schon lange loswerden wollen, und wenn es dann weg ist, vielleicht war es ja doch nicht so schlimm. Und dann haben wir Angst vor diesem freien Raum. Und darum ist dieses Freude, Freiheit walten lassen. Also ich kann
sorge dich nicht, warte mal, sorge dich nicht, auch nicht um andere trage, sorge zu dir, hier ist dein Leben. Genau, also gib mir Rolf absolut recht. Also ich habe für mich aus dieser doch durchaus langen Zeit des weniger lustigen Daseins oder Trübsals gelernt, ich muss die Dinge, die ich sonst von außen auf mich einfließen lasse, von mir ausfließen lassen. Das heißt, wenn ich sonst viel lese, muss ich, um Ausdruck zu verleihen, anfangen, viel zu schreiben. Es ist im Prinzip Piepschnurz, egal was ich schreibe. Mhm. Es geht um ein Output. Lesen ist Input, schreiben ist Output. Mhm. Wenn ich morgens schon halb depressiv mir den Radio anmache und mir eine lustige Musik suche, weil die mich ja aufheitert, dann ist es ungefähr wie der erste Schnaps morgens beim Alkoholiker. Du schaltest das Radio aus und er ist auf Entzug. Ich muss anfangen zu singen, auch wenn es mir nicht gut geht. Das heißt, die Musik muss nicht von außen auf mich einwirken, sondern ich muss versuchen, Musik in mir erklingen zu lassen. Ob ich ein Liedl pfeife, ob ich nur drei Töne summe, ob ich töne, ich fahre zur Arbeit und mache einfach nur und der Verstand sagt, man bist du dämlich. Und ich lache dabei und sage, stimmt, ja. Wie ein Kind, ja? Einfach nur, zack, es kommt aus mir. Und ich glaube, es war Vera F. Birkenbiel, die ja vor 2 Jahren gestorben ist, die vor 20 Jahren mal gesagt hat, wenn du dir dämlich vorkommst, ist ja nicht so schlimm, du fühlst dich vorher auch scheiße. Ja, aber es geht um einen Output. Also ich erwarte von einem Menschen, dass er mich jetzt aufheitert. Befürchte aber, dass ich gleich wieder meinem Chef begegne. Nach dem Gesetz der Resonanz begegne ich natürlich meinem Chef, der gleich mal sagt, warum kommst du nicht erst so spät? Danke für diesen schönen Morgen, danke für diesen netten Tag. Wenn ich aber hergehe und den Chef sage, so, oh schön, dass ich Sie treffe, haben Sie heute Vormittag mal kurz Zeit, ich habe eine Frage. Ja, kommen Sie dann in mein Büro, zack. Also ich bin nicht der Mülleimer, der sagt, wirf was rein, sagt, hey, ich habe da ein Päckchen, mach's mal. Und ich weiß, das ist eine große Herausforderung, aber wer ausstrahlt, kann nicht eingestrahlt werden. Habe ich auch im Ankündigungstext geschrieben. Die Aussage ist von einem guten Freund aus Wien oder Neudörfel, der auch energetischer Tischler ist, ein sehr interessanter Mann. Und der Satz ist mir irgendwie hängen geblieben und gesagt, ja stimmt. Wenn ich ein Sendeturm bin, brauche ich keine Störfrequenzen empfangen. Es kann sich jemand daneben stellen und auch senden, aber wenn ich Sender bin, empfange ich kein Müll. Nur man kann natürlich in den 24 Stunden senden, wobei kann man schon, wenn man angebunden ist. Wenn wir keine Funkwellen ausstrahlen, kann man es vergleichen mit dem Wasser. Eine Quelle braucht keine Pumpe und auch keinen Brunnen. Sie sprudelt einfach. Und Kinder zeigen uns in der Anfangszeit, dass wir alle Quellen sind. Wir quellen alle über vor Ideen und blubbern und sprudeln und lachen und sappern und machen. Und irgendwann werden wir eingebremst und gesagt, kein Output mehr, jetzt kommt Input. Und wir werden nach innen gestülpt und befüllt. Mhm. Und das kostet dann Kraft, weil wenn wir natürlich gelernt haben, ein Eimer zu sein, der sich mit anderer Leute Dinge füllen lässt, und da will man natürlich dann nur schöne Sachen als Füllung haben, dann versiegt die innere Quelle und irgendwann ist man leer. Jetzt schauen wir mal, die Jovinda. Jovinda ist auch wieder da. Guten Abend. Ich habe Stopp gesagt. Das geht nur halt dann die Person komplett weg. Nur ist dann, wenn die Person komplett weg ist, dann ist es halt die absolute Konsequenz davon. Die Frage ist, aber dann ist auch die Frage geklärt, warum die Person in deiner Nähe war. Mhm. Also wenn die Person beim Stopp komplett, nicht nur mit dem Sorgenpaket, sondern komplett aus deinem Leben geht, oder sie, ich habe die letzte Zeit auch ein paar solche Menschen erlebt aus meinem Freundeskreis, die ich immer noch als ehemalige Freunde bezeichne oder als gute Bekannte, aber die haben sie einfach verabschiedet, die haben sie vertschüsst, die gehen.
in dem Augenblick, wo du eine Facette an dir zeigst, die neu ist oder konsequent ist, sind die weg. Weil auch Menschen, die dir ständig die Möglichkeit geben, ihnen zu helfen, sind sauber. Gleichzeitig geben sie dir natürlich das Gefühl, wertvoll zu sein, aber in Wirklichkeit nehmen sie die Energie, weil sie geben dir ständig die Möglichkeit, sie zu umsorgen. Sprich Kinder. Karmisch gesehen sind deine Kinder im Normalfalle deine größten Feinde. Weil es macht vom Entwicklungsplan einer Seele relativ wenig Sinn, wenn die drei Musketiere in einer Familie zusammen inkarnieren und als gute Freunde wieder in der Familie sind. Es macht seelenevolutionstechnisch keinen Sinn. Da bekommen wir keine Seelenreife. Reifer wirst du durch Reibung, durch das sich Aussetzen der Umgebungsbedingungen. Der Gernot schreibt, es sind sicher immer noch gewisse Phasen, Momente, Minuten der Emotionalität, wo es ein bisschen schwierig ist zu erkennen, dass man das gerade nicht selber ist. Und dann ist es schon passiert. Das stimmt, aber was ist passiert? Aber was ist passiert? Ich habe jetzt gerade vorher so einen Seitenblick gemacht und da war gerade eine Fliege in meinem Apfelsaft. Dann lange ich noch mit dem Finger rein, würde ich raus. Und schon war es passiert. Also es ist wieder weg. Wir haben nur so Angst oder beziehungsweise alleine, als bei mir, als ich mich das erste Mal mit diesen Dingen wirklich so beschäftigt habe, nicht auseinandergesetzt, sondern beschäftigt, befasst und habe festgestellt, oh meine Güte, was in mir alles unterwegs ist, das ist ja gar nicht lustig, dann wird es erst natürlich mal eine Bedrohung. Da fährt ständig irgendein blinder Passagier mit, den du gar nicht eingeladen hast. Und den willst du nicht haben. Das heißt, die 80% deiner Restkraft richtest du auf die 20% Störenfried und bist deswegen komplett weg. Und ich habe aus meiner Tätigkeit als Qualitätsmanager gelernt, und zwar von den Amerikanern. Der Unterschied zwischen den Amerikanern und den Europäern ist folgender. Der Europäer kümmert sich um die 3% Ausschuss und Nacharbeit so intensiv, dass er die 97% Gutteile vernachlässigt. Der Amerikaner schaut, dass aus 97% Kundenzufriedenheit 98% schafft, weil er dann weiß, dass er automatisch um einen bzw. um 1% von 3% sich verbessert. Und bei uns ist es auch so, wir richten unsere ganze Energie auf das, was stört und geben dem somit die Macht. Wenn wir aber sagen, auch, ach du wieder da, Rumpelstilzchen, ist ja nett, ja? Könntest du dich mal so ein bisschen in die Mitte setzen, dass ich dich im Rückspiegel sehen kann? Dann sagt er, scheiße, der hat mich entdeckt, steige bei der nächsten Gelegenheit aus und ist wieder weg. Das heißt, wenn es uns nicht zusammenzieht, wenn wir irgendeine Störemotion oder Störenergie da haben, dann bleiben wir in der Kraft und vielleicht will diese Energie uns ja auch nur auf irgendetwas aufmerksam machen. Die Venus Sandra schreibt alles, was mit Sucht zusammenhängt. Also Sucht ist grundsätzlich ein Thema, das mit Suche zu tun hat und wir sind alle Suchende. Und am Ende finden wir uns selber. Das muss aber nicht das Ende des Lebens sein. Das war auf die letzten 6.000, 8.000 Jahre so oder 13.000 Jahre, das gesamte Kali-Yuga, waren immer wieder Ausstiege nötig. Wir sind jetzt in einer Zeit, zumindest bin ich davon überzeugt oder ich fühle es zu wissen, wo wir uns entscheiden können, so wie wir uns entschieden haben, aus einer Mutter rauszuschlüpfen. Das war die erste Entscheidung, die Entscheidung pro Leben, sonst wären wir ja nicht da. Ob die Entscheidung jetzt ein kaiserlicher Schnitt war oder wirklich der Gang durch die Scheide, das merkt man dann in der Entscheidungsfähigkeit später. Also Kaiserschnittkinder haben Probleme bei der Entscheidungsfindung. Und ich kann die Entscheidung für mich jetzt auch zu Lebzeiten treffen. Wir haben uns soziale Systeme und so weiter erschaffen. Selbstverständlich sind wir in einem Sklavenstaat und bla 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 und so weiter. Gleichzeitig hat dieses System aber auch auf der positiven Seite sowas wie einen
ja, Sozialstaat kreiert, der mir heute die Möglichkeit gibt, aus einem Beruf auszusteigen, mit dem Wunsch, mich umzuschulen und ein 3 Monate oder 6 Monate bezahlte Neuorientierungszeit zu haben, wo ich nicht jeden Tag wie ein Straßenkind in Brasilien schauen muss, dass ich was zum Essen habe. Das ist der Vorteil. Und ich kann Entscheidungen treffen. Die meisten Menschen haben das aber nie gelernt. Ich auch nicht. Ich habe meine Entscheidungsfähigkeit erst die letzten 3 bis 5 Jahre gefunden. Dass ich wirklich, wenn ich Ja sage, auch Ja meine. Und ich habe da heute noch ab und zu meine kleinen Ausreißer. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und alles, was mit Sucht zusammenhängt, es gibt ungefähr 500 verschiedene Süchte, von der Sexsucht, Kaufsucht, Fernsehsucht, Facebooksucht, dann sämtliche Suchtmittel, das ist alles, was in irgendeiner Art und Weise berauscht, Geschwindigkeit, alles, was euphorisch macht, auch der Euro, darum heißt er so, jetzt noch. Ja? Der Euro ist die Euphorisierung eines Papierstücks. Genial. Und alles, was Euphorie erzeugt, ist ein positiver Ausschlag aus einer Stabilität. Und der ist im Endeffekt genauso schlimm wie ein Negativausschlag, weil er uns aus der Mitte nimmt. Jedes Schnäppchen, jedes Sonderangebot, auf das ich reagiere, nutzt meine Emotionalität und versetzt mich in gewisse Euphorie, in das Gefühl, das gibt's nur heute und so. Und es funktioniert immer noch, komischerweise. Ich habe neulich einen schönen Satz gelesen und habe ihn dann auch gepostet. Ein glücklicher Mensch kauft nicht. Das sollte man mal drüber nachdenken. Also das heißt, es ist eine Strategie, den Menschen permanent im Unglück und im Mangel zu halten, zumindest suggestiv oder illusorisch, damit man ihm die Lösung anbietet und so weiter. Und das heißt, wir suchen ständig, aber im Endeffekt suchen wir uns selber. Wir sind entwurzelt worden über die letzten Jahrhunderte oder Jahrtausende, immer wieder umgesiedelt. Wenn man 2, 3 Reihen in unseren Ahnenreihen zurückgeht, da sind dann Tschechen und Russen und Ungarn und Norweger drin. Und plötzlich taucht irgendwo ein Sinti oder ein Roma auf. Also wir sind eine Mixtur wie Kersha Crowther, The Little Grandmaster, so schön sagt, wir sind das Volk der vielen Farben. Wir sind so eine Regenbogenrasse momentan. Und das ist auch gut so, weil es die ideale Voraussetzung ist, ein heterogenes Friedensfeld global zu erzeugen. Wenn ich mich keiner Rasse klar zugehörig fühle, und ich meine jetzt nicht die Rasse, die wir assoziativ mit dem Dritten Reich verbinden, sondern ich nenne die 4 Wurzelrassen Weiß, Schwarz, Rot und Gelb, die einst hierher gekommen sind, um diesen Planeten zu schützen, zu hüten. Wir sind ja, also unsere Urahnen sind ja als Hüter auf diesen Planeten gekommen und haben sich Aufgaben gestellt. Die weiße Rasse die Luft reinzuhalten, die gelbe Rasse das Wasser, die schwarze Rasse die Erde und die rote Rasse das Feuer. Und was wir alle tun, das sehen wir ja gerade, genau, die weiße Rasse macht die Luft kaputt, die gelben fischen die Meere leer. Also darum hat vor 2000 Jahren mal einer gesagt, kehret um, und jetzt verstehen wir langsam, was er gemeint hat. So, und diese Suche nach uns selbst, die Suche nach Heimat, die Suche nach Frieden, die Suche nach Sicherheit, die trägt halt ihre Stielblüten und diese Süchte wachsen sich dann unterschiedlich aus. Und so ist zum Beispiel ein Mensch, der Alkohol trinkt und ein Alkoholsüchtiger, das kann ich sehr gut aus eigener Erfahrung sagen, ist jemand, der seine Mutter sucht. Ja, weil Alkohol, der erste Schluck Alkohol im Endeffekt unbewusst oder bewusst Wärme suggeriert. Er macht das Energiefeld auf und er gibt dem Unterbewusstsein den Kick, hey, jetzt wird's warm in dir. Das hat aber immer was mit der Mutter zu tun. Und wenn ich weiß, dass ich damit meine Mutter herhole und ich schaue dann das Bierflaschen an, dann wird an jeden Menschen mit einem Intelligenzquotienten von 15 klar, das ist aber nicht die Lösung. Wenn ich es aber nicht weiß, erschaffe ich mir mit Alkohol immer einen Zustand, ein Zeitfenster der großen Verbundenheit und der inneren Liebe und Zufriedenheit, die ich aber mit immer mehr gesundheitlichen Einbußen bezahlen muss. Und parallel mache ich damit meinen Vater kaputt, nämlich die Leber.
und in letzter Konsequenz kann ich dann meinen Körper loslassen. Also eine Selbstzerstörung. Wenn ich nicht suche, was ich finde, dann will ich auch nicht leben. Das ist so die Fortsetzung. Und diese Süchte sind letztendlich aber auch immer ein Ausdruck, dass im Energiefeld hier irgendwas fehlt. Und dort, wo was fehlt, nistet sich was ein. Klar, das ist wie in der Natur. In den geschützten Nischen, da nisten dann gern die Schwalben oder irgendwelche anderen Sachen. In Ecken, im Raum, im Wohnraum, dort, wo wenig geputzt wird, wo man sich wenig bewusst ist, dass die Ecke auch da ist, weil da ein Schrank steht, dort nisten sich die Spinnen ein und dort ist dann das, das sind dann die nützlichen kleinen Helferlein, die wir aus Ungeziefer gelernt haben zu betiteln. Die schaffen sich dort dann Raum, weil dort nicht mein Raum ist, also nehmen die den ein. Also die Natur lebt uns das vor, was wir im Endeffekt erleben. Krankenhaus, Faradayscher Käfig, schreibt der kluges Wir. Krankenhaus ist erstens schon mal von der Betitelung her enorm. Ich habe auch vorher gerade vor einer halben Stunde noch einen Post abgesetzt, wie das mit den Kranken sich derzeit abspielt. Es ist immer wieder fantastisch, die Apothekerzeitschrift kostenlos mitzunehmen. Meine Schwiegermutter geht gerne in die Apotheke, weil sie dort die Lösung für ihre Probleme sucht. Ja, und es gibt viele, die suchen bei Ärzten und in Wartezimmern die Lösung für ihre Probleme. Ist auch eine Sucht. Eine Apothekensucht, eine Wartezimmersucht, eine Friseur-Wehwehchen-Erzählsucht. Und da gibt es dann die Apothekerzeitung und da ist man ja praktisch in einem Gesundheitshaus. Und da prangt Saison passend immer die passende Krankheit von der Titelseite. Jetzt ist wieder Schnupfenzeit. Aber schauen Sie mal nach, da hinten, das hilft gegen diese Form. Wir haben 18 verschiedene Schnupfen diskutiert, bis du die Nase voll hast von dem Scheiß und dann hast du auch einen Schnupfen. Ja, also das macht krank. Und Miss Gatto schreibt, es ist aber extrem negativ, diese Veränderungen. Ich kann nachts vor Wut und Zorn nicht einschlafen. Das kenne ich auch, aber das ist deine Wut und dein Zorn. Und schau mal, auf was du wütend bist. Also Wut und Zorn sind im Prinzip Zeichen, wo etwas sitzt, das Überdruck erzeugt. Also für sowas gibt es eine voll schöne Übung. Nimm dir einen Stift und einen Block ans Bett mit und wenn du merkst, dass dir irgendwo der Kamm schwillt, ja, dass da oben so oder um den Bauch rum, um den Nabel es wütend wird, Licht an, Stift her und schreiben. Einfach aufschreiben. Ich bin wütend. Es gibt eine schöne Bildszene oder eine YouTube-Geschichte, wo, ach, wie heißt der Film, 1976, glaube ich, wo der Kamerad, die Piraten haben es für ihre Werbung missbraucht, das ganze Ding. Wo die einfach den Leuten vom Fernseher raus sagt, ja, es läuft das mies und jenes mies und ich weiß, dass es euch schlecht geht, macht einfach die Fenster auf und schreit raus, ihr könnt mich mal alle am lecken. Und dann animiert er die Leute und dann siehst du in den Wohnzimmern, wie die plötzlich so aufstehen und mal rausschauen und zum Schluss schreien alle Menschen aus dem Fenster, ihr könnt mich alle am lecken, ich mach da nicht mehr mit. Das befreit, ja, das ist dieses Rausschreien. Jetzt kannst du das aber im Bett schlecht machen, wenn jemand neben dir liegt. Also nimm einen Stift, nimm einen Zettel und schreib, ich bin schweinewütend, weil. Und dann schreib auf, was da ist. Und wenn dann nichts da ist, dann fängst du das Lachen an und sagst, ich bin schweinewütend, weil ich gar nicht weiß, warum. Und dann ist weg. Rumpelstilzchen. Wenn du aber nur dieses Gefühl nicht haben willst, wird es immer dicker, immer schlimmer und es kommt irgendwo anders wieder. Ja. Das ist so wie eine Maus unterm Teppich. Du hältst dort, wo sie raus will, zu und dann läuft sie hinten wieder raus. Also die kommt immer wieder. Wenn du aber den Teppich hochschlägst und sagst, hey, raus mit der Maus und schon ist sie rüber. Und dann, also Wut und Zorn ist ganz wichtig, dass man das rauslässt, weil wenn man das nicht tut, Kinder lösen das durch Tränen. Und stampfen und wüten, das tut man ja als Großer nicht mehr und weinen tut man auch nicht. Dann gibt es natürlich nur eins, man muss es einlagern.
und gestaute Wut und gestauter Zorn wird zu Zellmutation. Wir nennen das dann Krebs nach dem schönen Flusstierchen. Ich nenne es mittlerweile Kanarienvogel AA, weil das Gehirn dazu keine Assoziation hat. Ja, also du hast einfach eine veränderte Zellstruktur und je nachdem, wo das auftaucht, wenn es im Darm auftaucht, hat es mit deiner Vergangenheit zu tun, taucht es in der Bauchspeicheldrüse auf, geht es um die Süße des Lebens. Das einzige Organ, das keinen Krebs bekommen kann, ist übrigens das Herz. Da sollte man mal nachdenken oder hindenken, warum es keinen Herzkrebs gibt. Da muss was im Herzen sein, was nicht krank werden kann. Also ist von dort aus auch die Heilkraft zu beziehen. Jo, schlafen, ich danke dir, und wie löst man am besten diese Besetzungen auf bezüglich Schüchternheit und Zurückhalten, indem man sie anspricht und sagt, ja, ich bin schüchtern, weil. Und dann sagt der Verstand, ich mich nicht traue, Menschen anzusprechen. Und das hat den Grund, weil ich mich fürchte und weil ich Angst habe, abgelehnt zu werden. Bingo. Warum habe ich Angst, abgelehnt zu werden? Weil, also so kann man seine Meinungs- oder Standpunktskonstellation auch hinterfragen. Warum bin ich der Meinung, dass mir ein Italiener oder ein Türke oder was einen Arbeitsplatz streitig macht? Warum bin ich dieser Meinung? Ja, weil das die Leute sagen. Warum sagen es die Leute? Weil es in der Bildzeitung steht. Warum steht es in der Bildzeitung? Weil man vielleicht Meinung machen will. Okay, ist das jetzt meine Meinung? Nee, eigentlich nicht. Ist ja Springer Verlag und der Standpunkt ist weg. Ja, wir haben keine Meinungen. Die meisten Meinungen, die wir haben, sind Anderungen oder Fremdungen. Also die Besetzung löse ich am besten auf, indem ich mir eingestehe, was ist. Weil mit der Schüchternheit ist es wie mit einem, ja, wie mit einem Bettnässer, der morgens die Decke nicht wegtut. Es ist aber nass drunter. Wenn ich es aber anschaue, was es ist, dann stelle ich fest, es ist vielleicht ein Revierkonflikt, dann klärt man das und dann brauche ich ja nicht mehr ins Bett machen. Also es löst sich auf, indem ich es anschaue. Und am besten nehme ich mir da jemanden, also um an Martin da vielleicht zu helfen, Martin Wolter, bezüglich Schüchternheit und Zurückhaltung, such dir einen Menschen, dem du vertraust und lass dich an Situationen heranführen, die dir normalerweise peinlich sind oder wo du Angst hast und geh damit mit so einem Begleiter durch die Angst durch. Das sollte aber kein guter Freund sein, weil der dir nämlich sagt, ey, Martin, stell dir nicht an, Mensch, komm, brauchst du ja nichts denken. Und das ist ungefähr genauso sinnvoll, wie wenn man einem Kind mit Höhenangst sagt, ach, du brauchst keine Angst haben, da passiert da nichts. Das interessiert das Kind gar nicht, es hat Angst und zeigt es. Also, was ist der Grund für diese Angst oder den Ausdruck? Bitte komm hoch und hol mich ab. Und dann, wenn ich das Kind vom Baum runterhole, ist die Angst auch weg. Das probiert es dreimal und dann hat es keine Angst mehr. Wenn ich aber unten stehen bleibe und sage, ist ja gar nicht hoch, das biss ich hier, dann lässt sich das Kind runterfallen und dann weißt du, warum das hoch ist. Also das ist wichtig, dass man durch die Angst durchgeht und plötzlich feststellt, hey, da ist ja gar nichts. Und solche Situationen auch wirklich konstruiert, am besten in einem Umfeld, wo einem keiner kennt, wo es nichts kaputt machen kannst. Geh in ein Restaurant, wo man die noch nie gesehen hat, reiß dich richtig zusammen und dann rülpst ganz laut. Und dann schau, was passiert. Das kennt dich niemand, ja? Und dann schau mal, was passiert. Und du kriegst dreimal eine rote Birne und irgendwann fängst du an zu lachen und lässt noch einen Pups ziehen nebenan und dann bist du durch. Die Schnelltherapie. Das geht's doch. Schnelltherapie. Also, die Dinge sind relativ einfach. Ne? Man muss die Büchse dort aufmachen, wo der Ringpull ist. Mhm. Ich kann natürlich in der Seite ein Loch reinmachen und dann Wasserhahn dran löten. Es ist sowieso ein Ring dran, braucht nur anziehen. Mhm. Aber wir haben ja gelernt, na, einfach kann das ja nicht gehen, sonst könnten es ja alle. Mhm. Aber wir können das alle. Der Rolf, kleiner Tipp an Miss Gatto, nimm den Zorn und die Wut an, schau, was sie mit dir machen und so weiter. Ja, genau. Ich meine, es gibt da wunderschöne Geschichten.
Der Robert Beetz hat schöne Meditationen gemacht, die muss man aber nicht kaufen, die sind im Internet für Männer, der macht sehr gute Sachen für Männer, mit der Wut und mit dem Zorn. Von wem es das am besten nehmen kann, geh ins YouTube, schau Meditation gegen Wut oder Zorn, da findest du bestimmt was. Oder ja, ich habe auch ein paar Files dazu, aber da gibt es schöne Geschichten, also das ist schon alles da. Also für alle Probleme sind alle Lösungen da, man muss sie nur zusammenführen. Und das ist so einer meiner Jobs, den Werkzeugkasten zu sortieren und dorthin zu spielen, wo die Leute damit ihre Dinge dann lösen können. Wenn es mich überkommt und ich rechtzeitig erkenne, schreibt Lukas Wir, gehe ich in das Wurzelchakra, in den kristallinen Erdkern und übergebe meine Wut, Zorn etc. Mutter Erde und dann umgewandelt und sofort weg. Ja. Also das mache ich auch öfter. Eine sehr gute Übung für Männer, bei Frauen, das weibliche Energiefeld ist linksdrehen. Das männliche Energiefeld ist rechtsdrehen. Das ist der Grund, warum wir Männer uns ganz zufällig weltweit, bis auf ein paar Engländer, und das hat einen Grund, ein Rechtsgewinde erschaffen haben und wir schrauben eine Schraube rechtsdrehend in die Mutter, oder, wenn wir die Schraube halten, die Mutter linksdrehend auf den Bolzen. Das so drehen auch die Energiefelder. Und wenn ich mich jetzt zum Beispiel als Mensch, als Mann hinstelle und ich merke, ich habe gerade die Füße nicht so am Boden, dann halte ich mich still und stelle mir einfach vor, wie ich rechtsrum drehend mich in die Erde schraube. Das ist ähnlich, wie das auch der kluge Svir, wie das gerne sagt. Also ich schraube mich in die Erde und das, man merkt sofort, man wird sofort um 2 bis 3 Kilogramm schwerer. Das ist wirklich ein, nur vorstellen, wie eine rechte Schraube rübergeht und es schraubt mich richtig in die Erde. Bei Frauen ist es oft so, Frauen werden sehr bedrängt, weil die sehr viel tragen. Die Erde trägt uns ja alle, die trägt alles, er trägt alles, macht alles mit, bringt alles hervor, nimmt alles auf. Wir buddeln Müll in sie ein, ja, das machen wir mit unseren Frauen auch oft, dass wir ihnen Müll aufladen. Und bei einer Frau ist es so, dass die das rausbringt, dass sie sich eine links, wie ein Wirbelsturm, wenn so eine Windhose kommt und linksdrehend einen Staub aufwirbelt, in der Wolke bin ich geschützt. Ja? Das ist wie ein Kokon. Eine Frau braucht einen Schutz, ein Mann braucht die Erdung. Also als Frau stellst du dir vor, dass praktisch linksrum, praktisch um dich ein kleiner Wirbelsturm hochgeht, der dich unsichtbar macht und dann bist du praktisch in Goldstaub eingehüllt. Wunderbar, in einer goldenen Wolke, die du selber aufgewirbelt hast, linksdrehen. Als Mann, wenn ich irgendwo wütend bin und bringe die Emotion nicht weiter, schraub dich in die Erde und gib es einfach ab, übers Wurzelchakra oder wie auch immer. Übers dritte Auge sehe ich dann pechschwarzen Energiefluss weglaufen und so weiter. Ja, da kommen dann, je nachdem, wenn das Auge offen ist, auch ganz interessante Geschichten. Und auch das ist wichtig, dass man die ausspricht, erzählt oder aufschreibt. Ich sehe, was sehe ich, ja? Geht nicht immer, geht aber eben nicht immer und will ich eigentlich vermeiden. Ja, warum wollen wir es vermeiden? Weil man sich denkt, ja, ich kann doch der Erde nicht das einfach meine Wut ungefragt da rein implementieren. Zum Schluss trifft es mich am nächsten Hauseck wieder zurück. Ich behalte sie lieber. Aber wenn man das ist solche Techniken oder Methoden oder Vorgehensweisen, um sich zu entladen, um sich aufzuladen, um sich zu bedanken und zu betanken, muss man ähnlich wie bei der Feuerwehr in Nichtbrandzeiten üben. Das heißt, am besten man macht daraus eine Art Ritual und macht es jeden Morgen oder Abend mit dem Agnihotra zusammen oder mit irgendeiner Meditation oder mit dem Sonnengruß oder die 5 Tibeter oder es gibt 1000 Möglichkeiten. Ich kann am Morgens einfach das Fenster aufreißen und zum Nachbarn rüberschreien, Guten Morgen! Ja, bei uns machen das die Hähne. Und das als Ritual nehmen, dass alle wissen, ich bin jetzt da. Und in diesem Ritual mache ich dann auch so, und jetzt erden. Ich kann das unter der Dusche machen, ich kann das an der Kaffeemaschine machen. Aber jeden Morgen an der Kaffeemaschine schraube ich mich in den Boden. 30 Sekunden.
dann sind die Füße platt, die Schuhnummer um eine Nummer zu klein, weil es die Füße auseinanderdrückt. Man wird wirklich schwerer, wenn man das macht. Und das macht man dann, wenn keine Wut da ist, weil es dann, wenn es brennt, wie bei der Feuerwehr, weiß man, wie es geht. Also man muss wissen, wo der Feuerlöscher ist, oder man muss wissen, wo der Verbandskasten ist, falls was passiert, weil sonst bekomme ich dann noch Panik, dass was passiert ist, nämlich da sitzt wieder irgendjemand bei mir auf der Schulter, ja, und wir haben ja diese Freunde links, rechts und mein Freund Harvey etc. Und also, dass man das einfach wirklich aus Trockenübung macht, und dann wird es auch ganz lustig, ja, weil man dann einfach merkt, hey, am Dienstag war die Schraube wieder etwas schlecht, habe mich schlecht geerdet, aber am Montag, da wäre ich fast nicht von der Kaffeemaschine weggekommen, weil ich wie angeschraubt war. Also du bekommst dann subjektiv auch unterschiedliche Wahrnehmungen, wie stark du dich erdest, und dann merkt dein Unterbewusstsein, hey, das bin ja ich. Und ermächtigt sich auch selber, dass du die Macht hast, es zu tun. Und wer sich selber in die Erde schrauben kann, dem kann so ein dahergelaufenes Rumpelstilzchen nicht gleich von den Latschen kippen, ne? Ah, klar. Gruß aus Schadenberg. Oh, der Rolf, jetzt kenne ich den Rolf. Ja, schön. Das ist lieb, dass er da ist. Ja, das ging um das Reptiliengehirn von der Birkenbiel, oder Reptilhirn genannt. Das Reptilhirn ist praktisch unser Urgehirn, das immer dann einspringt, wenn die trainierte graue Masse des Großhirns mangels Zeit keine Alternative hat, dann springt das Stammhirn ein. Das Stammhirn kennt drei Aggregatzustände: Angriff, Flucht und Unterwerfung. Das heißt, wenn ich mich der Situation nicht gewachsen sehe, werde ich flüchten. Habe ich aber keine Fluchtmöglichkeit, dann unterwerfe ich mich. Das kennt man von Tieren, wenn man die in die Ecke treibt. Ja. Eine Ratte, wenn man in die Ecke treibt, die springt einen an, obwohl man selber 100-mal größer ist, die springt dir ins Gesicht, weil sie keine Alternative hat. Domestizierbare Wesen wie ein Hund, die unterwerfen sich, wenn sie merken, sie können nicht aus und sie können dich aber auch nicht irgendwie umrennen, dann unterwerfen sie sich. Und das ist ein Stammhirnvorgang. Auf jeden Fall, da ist jetzt was, das stimmt, ich will es immer vermeiden und dadurch wird es tatsächlich immer schlimmer. Naja, um die Misgato da nochmal anzusprechen, die Perser haben ein Sprichwort, das lautet, alles was du hast und nicht haben willst, wird schlimmer. Das ist das mit der Unterdrückung, und wenn ich auf irgendwas draufschlage, um es platt zu machen, schwillt es an. Also das kennt man auch vom Körper. Kontrollzwang, Krebs, okay, gemischte Gefühle haben ist das Beste. Naja, also gemischte Gefühle sind nicht immer Cocktail, da kann ich mal ein bisschen schauen, wo bin ich. Das ist so eine Streuung. Idealzustand wäre ein absolutes Nullgefühl, aber das hast du beim Meditieren, oder das hatte Buddha, oder wenn du so erleuchtet bist, dass du auch nichts mehr essen brauchst, sondern vom Licht lebst. Das geht, und ich kenne Menschen, die das auch schon gemacht haben, längere Zeit. Wir sind aber da einfach nur irgendwie zu genüsslich unterwegs auf dem Planeten zum Erleben. Sonst könnte man ja das auch nicht machen, was wir heute machen und was uns dann auch das eine oder andere Lächeln aufs Gesicht zaubert und gewisse Sachen löst. Wer gut abwägen kann, braucht nicht mehr zu richten. Schön, was der Verstand so produziert. Was ist ein Abwägen? Was macht man auf der Waage? Was macht Justitia? Waage ist ein Messinstrument. Mit einer Waage lege ich Maß an. In der Balance, außerhalb der Balance. Wie viel Gramm, wie viel Kilo, wie viel Liter spielt keine Rolle, aber ich bin im Endeffekt auch beim Abwägen, bin ich beim Richten. Also für mich persönlich als sehr lange, sehr analytisch denkender Mensch war eine Schlüsselerkenntnis der Unterschied zwischen entweder oder und sowohl als auch. Also Plus oder Minus oder Yin und Yang.
Von kleinen Kindern kann man das lernen, wenn man denen sagt, willst du das rote oder das blaue Auto oder Bärli, dann sagen die, wir entscheiden du mit beide. Zack. Ja, die zeigen uns, wieso entscheiden. Bin ja schon da, ich nehme alles. Und damit wird auch das Negative oder der Minuspol der Batterie dienlich oder zweckdienlich. Das mit der Angst vor Zurückweisung war krass, dass fast alle Blockaden genau daher rühren. Danke dir. Okay, da ist schon was. Das war das, was ich vorher gesagt habe. Okay. Meine Blockaden. Thorsten, darüber bin ich hinweg. Ich bin oft unverschämt gewesen. Jetzt gilt es, das Gleichgewicht zu kommen. Namaste, namaste. Hehehe, unverschämt und schüchtern liegen ganz nah beieinander. Naja, also häufig ist es auch so, dass eine übertriebene Nassforschheit oder Kaltschnäuzigkeit oder viel Reden durchaus auch Schüchternheit deckelt. Also ich war auch jahrzehntelang der ganz Lustige und immer der Kracherte und so weiter. Zwar häufig nicht ganz nüchtern, aber immer gut drauf und oh, der nimmt das Leben leicht. Das war alles eine Fassade. Also darunter ist eine ganz empfindliche, leichte Verletzbarkeit gewesen, die ich damit einfach gedeckelt und geschützt habe. Also viele Menschen, die laut sind oder die Gas geben und die viel Spaß machen, sind hinter dieser Fassade enorm verletzlich. Und das merke ich auch bei jungen Leuten, gerade die Helden, die Tätowierten, die wilden Jungs mit dem Eisen im Gesicht, mit den tiefgelegten Autos, die so gefährlich ausschauen, die haben so wunde Punkte. Das ist ganz, ganz, ganz dünnes Eis. Aber nach vorne ist natürlich diese Fassade. Also Unverschämtheit oder Nassforsch oder Keckheit ist häufig auch so das Überspielen von Schüchternheit. So, manchmal in der Form von klassischen Überkompensation. Ja, genau ist es. Kompensation natürlich. So ist es deswegen und so weiter und so weiter. Gemischten Gefühle. Auch so deswegen Maniolo Spezialkaffee. Okay, weiß jetzt nicht genau, was er meint damit. Ist dein Energiefeld geschwächt, also die Aura? Haften sich Schwingungen jeder Art an, schreibt der Rolf, respektive schwingt man gleich mit, auch herumirrende Seelen docken gleich an. Genau, das habe ich am Anfang auch ein bisschen gesagt, Rolf. Haltet man seinen Energiespiegel hoch mit Tönen und so weiter, ist man in seiner Mitte und strahlt aus, was man ist. Genau. Das heißt, es ist wirklich eine Kunst. Es gibt so schöne Dinge wie Lach-Yoga. Ich habe mal mit einer Freundin, und wir machen öfter so Geschichten, Lach-Yoga bedeutet, ich lache ohne Grund. Ich lache der Atmung und des Zwergfellschüttelns wegen. Ha, 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 ho, 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 hi, hi, hi. Mach irgendwelche Anstalten, steck mir eine Nudel in den Mund und formuliere was aus. Einfach Blödsinn machen, also ohne Grund zu lachen, um zu merken, was dann mit mir passiert. Und damit geht der Energiespiegel hoch. Versuche einfach mal 30 Sekunden zu lachen ohne Grund, auch wenn es da doof vorkommst, und fühl dann, wie es dir geht. Du schwingst um mindestens 2 Oktaven höher, wenn du 30 Sekunden lachst. Und dann sagt der Verstand, das kann ich nicht. Und dann sage ich, wieso kannst du nicht lachen? Du hast doch gestern erst gelacht. Ja, aber da war es ja witzig. Ja, das finde ich aber witzig, dass du nur lachen kannst, wenn es witzig ist. Und schon muss ich lachen. Also man braucht da so einen Losbrechmoment. Wenn man da mal drüber ist, dann geht es von ganz alleine. Am besten ist, man nimmt sich selber nicht so ernst, dann schämt man sich auch nicht mehr und dann, wir haben alle Peinlichkeiten schon erlebt. Blöderweise haben wir sie so gespeichert, dass wir uns das Unpeinliche jetzt nicht mehr trauen. Und das gilt es wieder aufzulösen, indem man drüber geht. Was man isst. Kluges Wir sagt, in der Früh schraubst du dich bei der Kaffeemaschine, ach so, in den oberen Boden deswegen. Das ist der Spezialkaffee, ja, ja, genau. Das berühmte Eisbrechen, ja. Also auch, ich bin natürlich da vielleicht ein bisschen speziell veranlagt durch meine Sichtigkeit oder durch das Sehen. Ich bin ein enorm visueller Typ. Und die Bilderberger heißen nicht umsonst Bilderberger, weil sie uns mit Bergen von Bildern so zurechtbilden, wie sie es über die Bildungspolitik gerne hätten, dass wir uns einbilden, wir wären gebildet und ihren Bildern folgen.
deswegen heißen die Bilderberger. Und ich habe mal einen Kurzfilm gemacht von 3 Minuten und habe gesagt, wir sind die Bilderberger, wenn wir mit Instrumenten wie Cheat TV, Facebook und vielen anderen Dingen mehr Bilder der positiven Art in die Welt bringen, als diese Berge von Bildern, die jeden Tag durch den Mainstream gehen, dann kippt diese Waage und das Feld nimmt die positiven Bilder als normal an und trägt die weiter. Es geht also ums Bildermachen. Und darum ist es wichtig, wenn ich jetzt zum Beispiel schüchtern bin, dass ich mir ein Bild vor Augen hole, in welcher Situation ich diese Schüchternheit denn erlebe. Ich bin ja nicht von mir schüchtern. Was befürchte ich? Was ist da dahinter? Und über Bilder und Situationen, die ich mir bewusst mache, löse ich es auch auf. Weil indem ich sie verdränge, habe ich natürlich ständig Angst, dass so eine Situation entsteht, die meine Schüchternheit zeigt. Und wer wird schon gerne rot vor allen Leuten? Wenn mir das aber nichts mehr ausmacht und ich stelle mir vor, ich bin wie eine Tomate, so rot, und alle finden das süß und ich kann damit leben, dass man mich süß findet, auch wenn ich das nicht mag, dann kann ich mir erlauben, knallrot zu werden und dann brauche ich es aber nicht mehr. Also die Vermeidung des Rotwerdens lässt uns bei jeder Gelegenheit erröten. Und darum soll man es zulassen und durchspielen, bildhaft. Back to the roots. Was sagst du zum Konzept des inneren Kindes annehmen? Uneingeschränkt ja, wenn du weißt, was das innere Kind ist. Ja, das innere Kind ist auch eine Geschichte. Ich habe mir das mal anschauen dürfen vor 2004, 2005 in Traunstein bei einem sehr tollen Heilpraktiker und energetischen Heiler, der auch Meditationen macht. Und da habe ich das erste Mal mein inneres Kind so in Händen gehalten, als Maschinenbauingenieur und Kopfmensch tut man sowas ja nicht, und habe dieses innere Kind angesehen und das sah überhaupt nicht nett aus. Also da braucht man nicht, also wenn man sich mit dem inneren Kind noch nie beschäftigt hat, erwarte nicht, dass da ein kleines schnuckeliges Baby sitzt. Es könnte dich auch eine komische Fratze oder, meins hat ausgeschaut wie ein Eggerling, wie diese speckigen Würmer, diese Maden von Maikäfern, so wie so ein Däumling, so eine schwabblige, so ein grauseliger weißer Wurm, das war mein inneres Kind, war irgendwie nicht so schön. Aber wenn man sich darauf einlässt, alles anzunehmen, was sich als inneres Kind zeigt, dann kann man es pflegen und irgendwann, das ist wie mit den Ahnen, je mehr ich mit denen arbeite, umso schicker machen die sich, wenn ich mit ihnen in Resonanz gehe. Die werden immer hübscher, die werden immer gepflegter, die schneizen sich, die kampeln sich, die ziehen sich fesch an, die tragen Tracht. Das ist wirklich klasse, die Ahnen immer wieder anzuschauen und zu sagen, hey, wow, jetzt ist aber die dritte Reihe auch geschniegelt. Das ist wirklich schön. Für den Verstand natürlich absolut gaga, aber der Verstand ist ja sowieso gaga, dann ist ja egal. Wenn du das nicht annehmen kannst, nimmst du dich selber auch nicht an, ist klar. Nein, ich habe schon eine gute Ausbildung genossen und mit Schattenanteilen und so, ja, es passt. Also gerade mit Schattenarbeit oder Vergebungsarbeit, Versöhnung, Vergebung, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht mit Colin Tipping. Ich weiß nicht, wer den kennt, einfach im Internet eingeben, Tipping-Methode mit Doppelpaula, Colin Tipping, gibt es einige Downloads, wo man einfach so Formblätter einfach ausfüllen kann. Ganz eine tolle Arbeit, die Colin Tipping da macht und die ich immer gerne hernehme und sage, wenn du irgendwo einen Groll hast auf jemanden, schau dir mal deinen Vater an, nimm diesen Vergebungsbogen, geh das mit dir und einem Stück oder mit einem Papiertaschentuch durch. Und dann hast du das. Das innere Kind, alles dreht sich immer um das innere Kind. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich finde das Kind überhaupt nicht. Ja, Miss Gatto, da geht es dir nicht alleine so. Ja? Dieses innere Kind ist oft irgendwo in der Kindheit stecken geblieben, weil der Verstand gesagt hat, hey, man hat dir die Kindheit genommen. Das kenne ich und auch meine Frau arbeitet, sie kämpft nicht mehr, aber arbeitet an dieser Thematik. Wenn du in früher Kindheit sehr schnell
in ein Fahrwasser hineingeraten bist. Sei es jetzt, dass du die Erziehung deiner jüngeren Schwester übernommen hast, oder du bist mit 4 Jahren ein Tennistalent und dein Papa Peter Graf macht aus der kleinen Steffi gleich einen Tennisstar, oder Boris Becker oder diese ganzen Supersportler, die mit 20 Jahren Weltmeister sind, oder Musiker oder wie auch immer, so Künstler, die ihrer Kindheit beraubt wurden. Die sind nicht nur auf der Bühne glücklich, sondern sind hinter der Bühne ab und zu unglücklich, weil man bleibt Kind. Und wenn ein 7-Jähriger von Bühne zu Bühne gezerrt wird, weil er so gut Quetschkommode spielt, also Schifferklavier oder irgendwas oder Trompete, dann ist der ständig im Tourbus, auch wenn der Papa dabei ist, der ihn managt, oder die Mutter. Im Endeffekt wird das Kind ständig wie eine Ikone auf die Bühne gestellt und die Kindheit wird diesem Kind genommen. Das Kind fühlt sich erstmal riesig, das ist klar. Das ist ja der Star und alle himmeln es an. Es bekommt immens Rückenwind. Aber irgendwann sagt das innere Kind, ey, wo bin ich? Ich mache jeden Tag Fließbandarbeit. Ich spiele jeden Tag meine 5 Lieder. Der Papa kassiert die Kohle, die Mama schneidet mir die Haare und liest mir eine Geschichte vor und morgen stehe ich wieder auf der Bühne. Oder auf dem Tennisplatz oder irgendwo. So, und wenn dieses Kind dann irgendwann zwischen 5 und 7 oder 9 Jahren rebelliert und sagt, ich will aber Kind sein, merkst du plötzlich mit 35, dein inneres Kind ist weg. Du hast es eingefroren und dann hast du keinen Zugang. Und darum ist es ganz wichtig, dann dorthin zu gehen und zu schauen, wo sich dieses innere Kind befindet oder wo es denn abgeblieben ist. Das heißt, du kannst auch, wenn etwas in dir zu Hause ist, dich auf die Schwingen eines Adlers setzen, oder es gibt einen wunderschönen Zeichentrickfilm, den man adaptieren kann als Bild. Das ist Nils Holgersson. Der sitzt auf seinem Martin, das ist eine Gans, und fliegt da übers Land. Das heißt, setz dich auf deinen Schwan, auf deinen Adler und flieg über dein Land und schau mal, ob du dort irgendwo dein Kind, dein inneres Kind siehst, ob das irgendwo sitzt, ob es sich in einer Höhle versteckt, ob es in einer Garage drin kauert, ob es irgendwo einsam auf einer Bank sitzt. Also das heißt, du überfliegst dein Areal. Du siehst dich von oben, du gehst aus dir raus und schaust, ob das innere Kind irgendwo sitzt. Ja. Und dann kannst du es aufspüren und näher dich einfach an. Ich habe keine Ahnung, wie das geht. Ich finde es nicht. Es muss da sein, ohne inneres Kind würdest du aufhören zu atmen. Bei vielen Menschen ist das innere Kind außen, das ist aus dem Körper raus, und wird in dem Augenblick aktiv, wenn Kinder ins Spiel kommen, weil du sofort das Kind dann mit den Kindern spielt und dann bist du da. Das merkt man auch oft bei alten Leuten, so 70-, 80-Jährige, wenn die mit ihren Enkeln oder Urenkeln unbeobachtet spielen, wie aus einem 80-jährigen alten Mann plötzlich das kleine Kind rauskommt oder da ist. So, Thorsten FB, freue mich, sag mal gut, bin auch bei Facebook unter Rolf Schaub, okay, sind weg, ich bin Heiler und Coach, der Thorsten. Falls du mich nicht finden solltest, allein unter dem Namen, dann schauen wir mal bei Facebook Groups an. Der ist eh bei Salzburg-Wien, da kennen wir uns eh. Die Miscato, oh, sehr interessant. Mein Vater ist gestorben, als ich 8 war. Meine Mutter hat sich in die Krankheit geflüchtet. Jetzt ist mir was klar geworden. Ist ja klar. Der Vater geht und die Mutter wird krank. Also wer ist jetzt das Familienoberhaupt oder wer übernimmt die Stammesleitung? Auch wenn du 8 bist. Der 8er ist sogar noch die 2 Teile in der Unendlichkeit. Das heißt, du trägst sie weiter. Ja? Den weiblichen und den männlichen Teil. Die untere 0, der 8, ist das weibliche, der obere Teil ist das männliche. Und wenn du das jetzt aufmachst, dann hat das innere Kind Platz. Okay? Und weder Vater noch Mutter tragen irgendeine Schuld. Die haben ihren Teil einfach genauso gelebt. Und du bist ein Teil davon. Und sie haben das Beste gegeben. Und jetzt sehe ich, es ist 23.15 Uhr, die Leute verabschieden sich langsam in ihre eigenen Chats. Jo, doch schön. Ich achte in den Geburtstag und die 1. Ja. Der Thorsten, was Thorsten, so abschließend noch, gibst du mir vielleicht noch dein Geburtsdatum?
Vielleicht kann er dazu noch was sagen und dann lassen wir es gut sein für heute. Du warst ja fleißig. Wenn's. Geburtsdatum. Namaste. Das will er mir nicht sagen, wie jung er. Achso, doch, 10.8. Das ist 18, 19, 28, 36. 39. Ja, ja. Ja, das Löwe, Feuerzeichen, aber von der Quersumme her eine 39, 12, 3. Also den Dreier hätte ich jetzt beinahe blind erraten oder ich habe ihn gespürt. Das heißt, das ist die 3-Einheit, 3 und 9. Die 9 ist die Vollendung. Das heißt, es sind die 3 Anteile drin, der väterliche, der mütterliche und der eigene. Genau, 3 ist meine Zahl. Das Dreieck, die Triangel, die perfekte, eindeutige statische Bestimmtheit. Ein Dreibein ist die stabilste Form, etwas hinzustellen. Kann nie wackeln, auch wenn ein Bein kürzer ist. Ein Vierbein ist wackelig, ein Fünfbein, aber ein Dreibein steht immer sicher. Also war der Ingenieur doch nicht umsonst. Okay, und der Neuner ist die Vollendung. Das heißt, in dir 3 und 9, 39, gibt miteinander wieder 12. Das sind die Archetypen, alle Archetypen drin. Und dann eben die 3. Und die Sachen, die sagen viel, viel mehr, als man glauben möchte. Und ich habe gerade heute wieder sehr, sehr interessante Seite gefunden, auch mit Namen, Nomen ist Omen, mal nachgoogeln, ganz toll. Ja, alles drin, Thorsten. Der Thorsten und der Tornister klingen ja nicht umsonst ähnlich. Im Tornister ist alles drin, das ist das gesamte Marschgepäck. Du hast alles dabei, was du brauchst. Ja, meine Lieben, 23.18 Uhr ist auf meinem Rechner, das ist 5 und 9, das ist 14 ist 5, das ist stabilisiert, das passt. Sollen wir dann heute mal, ja, supi, finde ich auch, dass es supi ist. Ja, auch eine schöne gute Nacht euch zusammen. Cheat und Sabine, nochmal ganz herzlichen Dank für das offene Schaufenster in die Welt. Und ich freue mich auch auf die weitere Zusammenarbeit und was wir miteinander noch so machen. Mhm. Auch auf das, was in 2014 kommt. Aber schauen wir mal, vielleicht finden wir ja sogar bis Weihnachten, bis Heiligabend. Die Zeit wird ja sehr spannend. Ich habe gestern gerade von einer Seherin die Bestätigung bekommen, dass bis Heiligabend jetzt noch große Aufräumarbeit ist. Und wir haben dann noch 7 Tage Zeit zu entscheiden bis zu diesen Pole-Shift, Pole-Sprung, energetischen Nulldurchgang, Wiederaufbau, es ist ja wurscht. Also wir werden nicht von dieser Kugel fallen, sollten aber zu diesem Zeitpunkt sehr in uns zu Hause sein und nicht so gucken, was rundum passiert, sondern einfach einatmen, ausatmen und dazwischen drin sein. Dann, glaube ich, tun wir uns ganz leicht und vielleicht machen wir ja zur neuen Zeit oder was da draußen so ein bisschen los ist oder was ich sehe oder was bei mir da ist. Nochmal eine Sendung. Ich sag danke an die dabei waren. Danke Sabine, danke Cheat und bis auf bald. Namaste. Dankeschön. Herzlichen Dank. Vielleicht noch ein Hinweis, dass wir 11. und 12. Februar Konferenzen in Linz organisieren möchten. Also alle, die sich angesprochen fühlen, die etwas geben möchten, die ergänzend wirken möchten, sind herzlich eingeladen. Wir werden auch dabei sein, werden wir alles mit großer Kamera aufzeichnen. Dann 13. Februar in Wien und 14. Februar höchstwahrscheinlich in Klagenfurt. Also eine Reihe von Konferenzen. Wir möchten, wir können mit unserem Europäischen Medienzentrum, wo wir europaweit in den Städten Ort für Ort erobern, Ort für Ort einfach uns einbringen, unsere Kraft einfach einsetzen. Wir können das, wir haben gesehen, dass das Wissen, die Profis sind da, die Energie ist da, alles funktioniert, alles klappt. Jetzt liegt es an uns, das umzusetzen. Und nehmt euch, ich habe eine Facebook-Gruppe unten geschrieben, wo die ganzen Informationen ausgetauscht werden. Und Manolo, vielen, vielen Dank für deine Ausdauer. Ist immens und die Beispiele und die
Alle fragen sich natürlich, woher kommt dieses Wissen? Natürlich, du hast es nicht aus Büchern gelernt und weitergegeben. Das ist die neue Universität, das sind Erfahrungen und die Worte kommen einfach so, die Beispiele, das Wirken, die Eingebungen. Es lohnt sich zu erwachen, es lohnt sich die eigene Intelligenz anzuzapfen, die ist in unser Körper, in unsere Biologie, ist nichts Besonderes, das gab es immer, gibt es und wird immer sein. Ich werde jetzt einen Link unten schreiben, wo in circa 1,5 Stunden das Video zu sehen sein wird. Und ansonsten in Livestream unten, musst ja dann das hochladen, werde ich dann alle Aufzeichnungen von Manolo auch, werden auch zu sehen sein. Nochmal die Erinnerung, in Chat zu schreiben, für alle, die es nicht geschafft haben, ist einfach nur ein Nickname schreiben und nicht anmelden oder nicht. Und für alle, die den Werbeblocker nicht installiert haben, schaut GTV auf gtv.tv, weil da sind die Link, um diese Werbeblocker zu installieren und dann kommt keine Werbung mehr. Dankeschön. Gute Nacht. Ja, herzlichen Dank. Ich bin begeistert auch und ja, ich konnte dich gut genießen als so einen richtigen, ja, so was ganz Uriges, Komisches. Es ist wie, ich könnte mir kein, also jedes irgendwie wohin gehen, Theater oder irgendwas, würde alles in Schatten gestellt werden. Du bist einfach, es ist herrlich und es ist so, ja, es ist so wahr und es ist so, man spürt es in jeder Zelle und es geht so runter und es ist so, ja, einfach toll, wie du das rüberbringst. Ich bin begeistert. Ja. Danke. Lieb von dir. Tschüss. Wünsche dir eine gute Zeit. Ciao. Ja, danke. Tschüss. So. Erstmal ein Lied und dann schaue ich mal, ob die Wiederholung gleich zu sehen sein wird oder nicht. Können wir gleich machen, wenn es aber länger dauert. Doch, ist, ne. Vielleicht morgen noch ein Hinweis, morgen ist schon, weil das alle 14 Tage, morgen ist schon um 19 Uhr eine Sendung zusammen mit Lebenstreff, Intuition und Gesundheit. Also schaut, steht auch im TV-Programm, also ein bisschen früher als sonst, wenn ihr dabei sein möchtet. Wäre schön. Gut. Also der Chat und das Video in der Wiederholung wird hier zu sehen sein. Schreibe ich euch den Link. Und wird auch dort bleiben. Okay, Dankeschön. Ciao.